88.8 Nachtgespräche mit Eugen Drewermann. 88.8 Guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Berlin und freue mich auf die Nachtgespräche mit Eugen Drewermann, den ich in Paderborn begrüße. Guten Abend, Herr Drewermann. Guten Abend, Herr Langert. Herr Drewermann, von Baum und Wurzel oder anders gesagt, von der Frage, wie das, was am Ursprung stand, sich mit dem, was wir heute leben, leben sollen, leben wollen, was für uns stimmte, verbindet. Oder nochmal das anders ausgedrückt, was bleibt uns, die wir zurückbleiben, nachdem, wie wir es übermorgen begehen, Christus in den Himmel gefahren ist? Könnte man das Themenspektrum etwa so umschreiben? Ja, es ist wirklich die Frage, was bedeutet Christsein? Im Grunde etwas ganz Merkwürdiges. Da hat eine bestimmte Person vor etwa 2000 Jahren gelebt. Und sie soll für uns so etwas sein wie ein verbindlicher Maßstab, ein Orientierungspunkt im Treibsand der Zeit. Und die Frage ist seit den Anfängen der ganzen Christenheit, wie es möglich ist, die wachsende Distanz zum Ursprung zu überbrücken, um mich einfach durch den Druck der Zeit immer mehr zu entfernen scheint. Jeder kennt hier von uns diese merkwürdige Erfahrung. Man lebt mit einem anderen Menschen, man liebt ihn, man begleitet ihn, man ist von ihm ganz und gar erfüllt. Und dann tritt etwas ein wie der Tod und reißt die Beziehung auseinander. Sie intensiviert sich eine ganze Zeit lang in der Erinnerung, im Gefühl, im Schmerz, im Rückwärtsblicken der Traurigkeit. Aber so oft man einander auch beschwört haben mag und sich selber immer wieder versichert, die Zeit wird das Glück der Erinnerung und die Wahrheit der Gemeinsamkeit nicht zerstören, so drängt sich doch wie Treibsand die Zeit in jedes Gefüge einer solchen menschlichen Beziehung. Glauben aber bedeutet im Sinne des Christentums genau das Gegenteil, dass die Zeit nicht trennt, dass das Wunder wirklich wird. Eine Beziehung der Liebe ist durch den Tod nicht zu vernichten. Darauf im Grunde setzt sich eine jede Existenz, die sich christlich beschreiben möchte. Die Erfahrung, die so vermittelt wird, findet tatsächlich ihre Ausdrucksgestalt in der Festform von Christi Himmelfahrt. Es gibt einen Text am Anfang der Apostelgeschichte, der versucht, etwas zu beschreiben, das in dieser Weise selber gar nicht historisch war, sondern ein Bild zur Deutung eben dieser Frage anbietet. Wie ist es möglich, das Vergangene in das Zukünftige zu verwandeln und dazwischen das eigene Leben in Unmittelbarkeit zum Ursprung zu setzen? Vielleicht hören wir diese Geschichte einmal, die ein Mythos ist und ganz bewusst eine Reihe von Erzählungen aufgreift, die in der Antike üblich waren. Das Motiv der Himmelfahrt nämlich. Vielleicht lese ich diese Geschichte einmal vor. Erstes Kapitel der Apostelgeschichte des Lukas. Es heißt da, als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er zu seinen Jüngern, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit noch das Reich für Israel aufrichten? Er aber sprach zu ihnen, es kommt euch nicht zu, Zeit oder Stunde zu wissen, der der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen,
wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Dieser Text bildet die Grundlage des Festes, das am kommenden Donnerstag in der Christenheit begangen wird. Man hat bis in die Gegenwart hinein versucht, diesen Text historisch zu lesen, so wie Lukas ihn auch anbietet. Genau 40 Tage nach Ostern habe sich dies räumlich und zeitlich vor den Augen der Jünger gegenständlich so abgespielt. In Wirklichkeit gibt es in der Antike eine ganze Reihe von Erzählungen, die im Grunde die erste Deutung dessen, was im Tode geschieht, vorlegen möchten. Ein Mensch, wenn er stirbt, verbleibt nicht im Grabe, so dachten die alten Ägypter bereits, sondern seine Seele hebt sich auf zum Himmel. Das bot den Hintergrund vor allem für die Vorstellung, dass ein königlicher Mensch, ein Pharao, dazu bestimmt sei, in seinem Tode an die Seite der Sonne, des Sonnengottes Re, versetzt zu werden. Vermittelt dann, vor allem durch den Kaiserkult der Römer, dringt dies in die gesamte damals bekannte Welt des Mittelmeerraumes ein. Kaiser Augustus ist der Erste, von dem man sagen wird, bei seinem Tode, er wurde versetzt wieder an die Seite der Macht der olympischen Götter. Von Romulus, dem Stadtgründer Roms, erzählt man ein Gleiches, er sei bei einer Militärparade durch eine Gewitterwolke entrückt worden zum Himmel. Man muss nur im Vergleich diese Geschichten einmal hören und man begreift sofort den Unterschied. Im antiken Rom, im Kaiserkult, der sich mit Augustus vorbereitet, auch im Schatten der Pharaonen in gewissem Sinne, glaubt man an die Überlegenheit irdischer Macht, die selber vergöttlicht wird. Wenn Lukas erzählt, wir glauben, dass Jesus an diese Stelle versetzt wird, die ursprünglich einem Pharao oder einem Kaiser zugesprochen wird, enthält das ein genaues Gegenprogramm. Göttlich und wahrhaft wesentlich ist eben nicht die irdische Macht, sondern der scheinbar ohnmächtige Mann aus Nazareth mit einer Güte, die in den Herzen der Menschen leben will. Und dabei sind wir jetzt an der entscheidenden Frage, wie ist es möglich, so zum Himmel aufzuschauen, das Weltüberlegen als Richtmaß für alle Zeiten die Person Jesu erscheint. Wir haben es zu tun mit einem Mythos, mit der bildhaften Deutung der Person Jesu. Aber die Gefahr ist sehr groß, dass man hinter diesen mythischen Bildern Jesus selber im Grunde doch in den Himmel entrückt und damit sehr fern von unserem wirklichen Leben. Wir verehren dann Jesus. Wir machen eine bestimmte kirchlich geprägte Christologie von ihm auf. Und wir verehren ihn außerhalb von uns. Als eine Größe, die mit uns gerade so viel zu tun hat, dass wir sie anbeten, dass wir zu ihr aufschauen, aber sie ist so unendlich weit von uns entfernt, dass sie unser eigenes Leben nicht durchdringt. Deswegen ist der Text im Lukas in der Apostelgeschichte so wichtig, dass die Jünger zurückgehen mit dieser Vision von Jesus in ihr ganz normales Leben. Und die Frage des Christseins ist, wie das möglich ist. Ein bestimmtes Bild zur Deutung der Person Jesu so wahrzunehmen, dass die Person des Mannes aus Nazareth Gestalt gewinnt im Grunde in uns, uns nicht fremd bleibt, sondern durch unser Leben hindurchgeht. Ihr werdet Zeugen sein auf der ganzen Welt. Das sind die Abschiedsworte Jesu in der Apostelgeschichte. Wir könnten die Frage auch ein Stückchen bildhaft selber so formulieren. Es schiebt sich die Distanz der Zeit zwischen dem Ursprung und uns Heutigen. Es wächst gewissermaßen der Baum der Geschichte aus der Wurzel, die einmal da war, immer höher zum Himmel empor. Und nun ist die Frage, wie kann man zwischen Ursprung und Gegenwart vermitteln? Nehmen wir an, es ist irgendwo in der Wüste eine bestimmte Zisterne gefunden worden. Aber der Wüstenstamm muss bei seiner Wanderung sich immer weiter von dieser Wasserstelle entfernen. Dann ist es möglich, dass man Wasser mitnimmt und bestimmte Reserven bildet, bestimmte Depots hinterlegt, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Aber dann muss die einmal aufgenommene Wassermenge so groß sein, dass sie für die gesamte Distanz langt. Je weiter die Karawane von der ursprünglichen Wasserquelle sich entfernt, desto weniger wird dieses Verfahren tauglich sein. Man könnte es im übertragenen Sinne damit wiedergeben, dass die kirchliche Überlieferung bestimmte Dogmen eingerichtet hat,
bestimmte heilige Versammlungen, die Konzilien berufen hat, die sollten gewissermaßen die Wasserdepots all der Reserven sichern und festlegen, die man vom Ursprung abgeleitet hat. Aber man sieht, dass im Verlauf der Jahrtausende es gar nicht möglich ist, immer wieder in die Vergangenheit zurückzuschauen und die alte Sprache weiter zu transportieren. Deswegen bleibt über kurz oder lang gar nichts weiter übrig, als das zu tun, was von Anfang an gewollt und gemeint war. Es gilt, nicht bei der Zisterne zu bleiben, sondern die Kunst der Brunnenbohrung nach dem Wasser, das aus fossilen Niederschlägen im Alter von etwa 8000 Jahren in 200 Meter Tiefe unter der Sahara sich befindet. Die ganze Kunst des christlichen Existenz geht dahin, wie man in die Tiefe bohrt und an die Stelle wieder dringt, aus welcher alles kam und mit welcher alles begonnen hat. Im Hintergrund von Christi Himmelfahrt und von Pfingsten auch, am Sonntag in einer Woche, steht im Grunde die Geschichte von Ostern. Es ist möglich, an der Stelle, die nichts weiter bedeutet als der Tod an einem offenen Grabe, eine neue Orientierung zu finden und zu begreifen, dass das, was Jesus wollte, ein Trost ist gegen die Vernichtung durch den Tod, gegen den Zynismus und die Gleichgültigkeit des Lebens, gegen die Angst, die immer wieder im Schatten des Todes wächst. Und vom Grabe zurück sich zu orientieren, zum See von Genezareth, zu der Gestalt, die diese Worte sprach, die in den Evangelien überliefert werden. Das Matthäusevangelium schildert das ganz wörtlich so: Ein Engel am Grabe habe den Frauen gesagt, sie sollten hinübergehen nach Galiläa. Dort werde er auf sie warten. Und während sie das tun, unterwegs, kommt der Auferstandene den Jüngern entgegen. Die christliche Existenz ist kaum besser zu beschreiben als so. Man orientiert sich nach etwas zurück, das in der Vergangenheit liegt. Aber man entdeckt es als eine Perspektive in die Zukunft. Die Frage ist, wie lässt sich beides miteinander jetzt in Kontakt setzen? Man hat zum Beispiel im 19. Jahrhundert noch einmal versucht, relativ künstlich, das zu tun, was die Kunst, was die christliche Malerei, was der Bau der großen Kathedralen durch all die Jahrhunderte versucht hat. Man hat Bilder gemalt, die die Geschichten Jesu in die Gegenwart hineintrugen. Man sieht irgendein Bild aus dem 15., 16. Jahrhundert, aber man sieht nicht historische Malerei, wie sie im Heiligen Lande etwa wahrheitsgemäß aufzunehmen wäre. Man sieht eine mittelalterlich geprägte Stadt. Man sieht eine europäisch gewandete Menschheit. Und da hinein soll sich begeben, was in der Bibel berichtet wird. Man möchte das Vergangene in unsere Lebens- und Erfahrungswelt hineinstellen. Damit wird der Bruch eigentlich nur gekittet, er wird nicht wirklich vermittelt. Es kam um 1840 die sogenannte Nazarenermalerei. Man wollte das Historische zeichnen in einer romantischen Erinnerung. Man wollte das Gemüt zurückversetzen über die Distanz von 2000 Jahren und sich gewissermaßen zu den Füßen Jesu an all die Orte zurückträumen, durch die er gegangen ist, in das antike Kanaan, in das antike Galiläa, in seine Nähe auf dem Berg der Seligpreisungen. Und man wollte ihm zuhören in dieser Erinnerung, die sich romantisch verklärt. Auch das wird eigentlich nicht gehen. Es ist nicht möglich, dass man wie in einem Fernsehfilm sich die Bibel erzählt, noch einmal als eine heilige Geschichte, die doch den Abstand nicht überbrückt. Umso tiefer geht die Frage wieder, wie ist es möglich, einen festen Maßstab zu finden, der der Korrosion der Zeit standhält? Und wie kann der historische Jesus, die Person, die vor 2000 Jahren gelebt hat, nicht als ein Konglomerat von Forschungsergebnissen der Exegese, sondern durch eine unmittelbare Berührung gleicher Erfahrungen zu uns reden? Ehe wir darauf eine positive Antwort versuchen, muss man noch vielleicht abgrenzend sagen, dass kein wirklicher Trost darin liegen kann, wie er im dogmatischen Gewande in aller Regel einherkommt. Wir haben ja die Kirche etwa, wir haben eine Vermittlungsgröße durch eine soziale Bezugsgruppe, die verspricht, der lebende Christus zu sein. Wir haben das Transportsystem,
das wir in diesen einzelnen Wasserdepotstellen ursprünglich angetroffen haben. Es ist der Schrecken am Anfang des 16. Jahrhunderts in der Gestalt der Reformation gewesen. Die Frage nämlich, ob es nicht sein kann, dass 1500 Jahre Kirchengeschichte damit hingegangen sind, die ursprüngliche Botschaft Jesu nicht sowohl leuchtender zu machen, lebendiger werden zu lassen, sondern im Gegenteil zu verdunkeln und in gewissem Sinne zum Absterben zu bringen. Martin Luthers deutliches Gefühl war, damals, die vergangenen 1500 Jahre haben die Menschheit nicht an die Bergpredigt herangeführt, sondern im Gegenteil, mit allen möglichen Ausreden überlagert und dann die Genehmigung sogar gegeben, sich immer weiter davon zu distanzieren. Im Abstand wieder jetzt von einem halben Jahrtausend kann man diesem Schrecken der Reformation im Grunde nur zustimmen. Aber die Frage ist dann umso mehr, was ist denn der Maßstab, an dem man sich halten kann? Wo ist gewissermaßen die Wahrheit, die Gültigkeit besitzt gegenüber all den Verfälschungen? Wir haben in den vergangenen Dienstagen versucht, die Bibel dafür einzuführen. In den Tagen der Reformation war das auch so. Die Bibel sollte die Norm sein, an der sich alles messen lässt, die aber selber nicht mehr hinterfragt werden darf. Die Bibel sollte das reine Wort Gottes enthalten. Aber dann haben wir gesehen, wie viel in der Bibel selber Menschenwort ist. Alles, was die Bibel darstellt, ist ihrerseits wieder eine Deutung der Person Jesu. Und so geht es heute Abend entscheidend darum, wie wir die Person des Mannes aus Nazareth so in unser Leben aufnehmen, dass er unmittelbar zu uns spricht. Dass die 2000 Jahre uns nicht von ihm entfernen, sondern ganz im Gegenteil, aus der Fülle lebendiger menschlicher Erfahrung ein neuer Kommentar von dem, was er gewesen ist, was er gemeint hat, in die Gegenwart hineinführen. Wenn wir so fragen, hebt sich ein Widerspruch auf, der sehr häufig geltend gemacht wird. Auf der einen Seite steht die christliche Lehre, die Christologie, theologisch ausdifferenziert, in ein riesiges Flechtwerk von Dogmen eingehüllt. Und wer nun versucht, mit der Person Jesu sich in unmittelbare Beziehung zu begeben, dem wird leicht vorgeworfen, dass er eine beliebige Jesulogie aufmache. Man stellt es auch so gegenüber, dass die kirchliche Christologie hart geprägt sei von Forderungen, bestimmte Kirchengebote, bestimmte moralische Satzungen, bestimmte Anweisungen, die im Kirchenraum Gültigkeit besitzen, auch die Lehre von Tod und Opfer, von Hinrichtung und Wiedergutmachung und Gerechtigkeit wird da eingeführt, während die Jesulogie, wie man sie dann abwertend zu nennen pflegt, arbeitet mit menschlichen Evidenzen der Güte und der Vergebung und das sei sehr beliebig und sehr unmaßgeblich. Mir scheint, es ist genau das Gegenteil der Fall. Hinter der Christologie, wie sie objektiv in Anführungsstrichen von den Kirchen tradiertermaßen gelehrt wird, kann jeder sich verstecken. Es genügt einfach nachzusprechen, was ihm vorgesetzt wird. Aber diese Unmittelbarkeit zur Person Jesu will gelebt werden, hat überhaupt nur Gültigkeit in der persönlichen Existenz. Drum stimme ich sehr zu der Lehre, die um 1840 der dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard als Rahmen und Randbedingung eines rechten Verständnisses des Christentums vorgeschlagen hat. Es sei nicht möglich, gewissermaßen an Jesus vorbei oder parallel zu ihm einen Glauben zu begründen. Es gelte, aus dem gleichen Ursprung zu leben, wie er zu leben, mit ihm zu beten, aus demselben Hintergrund gleicher Evidenzen die eigene Existenz zu gestalten. Das nannte er existenzielle Gleichzeitigkeit. Wir können das leicht abgrenzen von zwei Zerrformen, die sich bieten. Es gibt den Vorschlag, gerade in der Tradition des Christentums, die religiöse Beziehung als Imitation zu verstehen. Dieses lateinische Wort war vor allem im 14., 15. Jahrhundert sehr beliebt, die Nachahmung Christi, die Imitatio Christi. Es ist die Gefahr darin, dass wieder die Person Jesu äußerlich bleibt und dass man versucht, ihr gleich zu werden, indem man sie äußerlich abbildet. Nennen wir das die hysterische Variante der Christlichkeit. Man hat da ein Vorbild und man bemüht sich nun, in all den Details dem Vorbild ähnlich zu werden, indem man es in gewisser Weise geistlos übernimmt. Die Historie bleibt dann der Maßstab
Und es ist dann wichtig, dass man die Detailgenauigkeit des historischen Vorbildes erreicht. Damit aber mogelt man sich aus der Gegenwart weg. Es führt nicht zu einer wirklichen Verlebendigung. Man hat im Grunde eine Nachahmung, die vom eigenen Leben und von der Realität heute wegzieht. Noch einen Schritt weiter gibt es zur hysterischen Imitation die wahnhafte Identifikation. Keine Psychiatrie, in der nicht Menschen auftauchen, die selber sagen, sie sind der Christus. Es kann so sein, dass am Ende eine Verschmelzung förmlich erzwungen wird. Aus lauter Angst, aus lauter Haltbedürfnis klammert man sich an das andere, wie wenn es mit dem eigenen völlig verschmolzen wäre. In bestimmten Varianten können sogar Heiliengestalten in diese beiden Formen der Imitation und der Identifikation dann zum kirchlichen Vorbild gemacht werden. Schauen wir mal, was wirklich gemeint sein könnte. Lässt sich's vielleicht am einfachsten verdeutlichen, indem man sich erinnert, was seit Kindertagen passiert ist, wenn man bestimmte Worte Jesu auf sich wirken lässt. Zum Beispiel aus dem 6. Kapitel des Matthäusevangeliums die Worte der Bergpredigt, als Jesus seine Jünger beten lehrt. Die meisten, die uns jetzt zuhören, werden seit Kindertagen das Vaterunser zu beten gelehrt bekommen haben. Und plötzlich reden wir mit Jesus wie Jesus. Wir treten in dieselbe Perspektive ein, indem wir sagen, lieber Vater, himmlischer Du. Und plötzlich spüren wir an einer bestimmten Stelle, was er gemeint hat, was er uns schenken kann. Einfach indem wir dieselben Worte mit ihm reden, öffnet sich unser Herz und es lernt ein Vertrauen in ein Gegenüber, das wir ohne ihn so nie gefunden hätten. Wir flehen plötzlich darum, eine Wirklichkeit möge auf uns zukommen, die von uns ja gar nicht zu erreichen wäre, dein Reich komme. Und plötzlich spüren wir eine Sehnsucht in uns angesprochen, von der wir immer gewusst haben, dass sie gelten sollte, aber wir hätten ihr nie diese Aufmerksamkeit geschenkt. Wir hätten uns immer wieder einreden lassen, dass diese Wirklichkeit so utopisch, so irreal sei, dass man an sie gar nicht glauben könne. Plötzlich wird uns die Person des Mannes aus Nazareth unglaublich nah, unglaublich dicht und ganz und gar verbindlich. Wir lesen morgens in der Zeitung und wir fragen wieder jetzt, was machen wir selber damit? Augenblicklich sind wir geneigt, in den Strom der Zeit uns mitschwemmen zu lassen und darin unterzugehen. Wir haben eine Zeitung, die die Welt im Sinne einer bestimmten Parteiinteressiertheit abbildet, die bestimmte Handlungen als vernünftig vorgibt, die uns die Welt so interpretiert, dass wir mitmachen sollen. Und dann erinnern wir uns plötzlich an die Worte der Bergpredigt. Und wir fangen an zu glauben, dass Gewaltlosigkeit, dein Reich, wirklich eine Chance hätte. Dass ein Reich der Liebe wirklich möglich wäre. Dass Grenzen fallen könnten. Immer wieder im Kontrast tritt plötzlich in unser Leben etwas hinein, das unsere Sehnsucht berührt, wo wir spüren, so möchten wir in Wahrheit sein. Das ist Ausdruck unseres wirklichen Lebens. Die Geschichte von der Himmelfahrt Jesu berichtet davon, dass die Jünger ihre Augen hätten über diese Welt erheben können, zu diesem Punkt der Geltung besäße. Aber das kann ein jeder Einzelne erleben, als Trost beim Zeitunglesen morgens oder als Begleitung in den Stunden einer tiefen Einsamkeit. Es ist möglich, dass ein Mensch sich sehr verlassen vorkommt. Andere, auf deren Hilfe er eigentlich gebaut hat, zeigen sich als zu schwach oder als zu gleichgültig. Oder man fühlt sich von ihnen sogar hintergangen und reingelegt. Man fängt an zu klagen, man kennt sich nicht mehr wirklich aus, alles wird so brüchig im Zwischenmenschlichen. Wieder kann denn die Gestalt des Mannes aus Nazareth uns bei der Hand nehmen und einfach durch seine Gegenwart das Empfinden vermitteln, niemals ganz allein zu sein. In die Zonen der Angst fallen plötzlich seine Worte, etwa wie er sich selber erklärt als derjenige, der dem Verlorenen und Verstoßenen nachgehen wird. Und plötzlich ist unser eigenes Leben wie wartend darauf, dass er kommen möge. Kein anderer vielleicht, aber ihm trauen wir zu, dass er sich aufmacht, um uns zu suchen, die wir uns selber verloren haben.
Da werden Maßstäbe gesetzt, die so tief sind, dass wir immer wieder spüren, Menschlichkeit kann überhaupt nicht anders sein, als wie sie da beschrieben wurde. Jenseits von Christi Himmelfahrt ist dann das Bild in der Christenheit gebunden an die Szenerie von Pfingsten, auch so ein mythisches Schema, zu deuten, was passiert, wenn man sich auf Jesus einlässt. Da wird sein Geist uns gegeben, das ist die dogmatische Formel. Und wieder kann sie sehr mystifiziert und sehr mythisiert werden, magisch interpretiert werden. Da sei etwas vom Himmel gekommen wie mit Feuerzungen. Und nun sei es wie ein fertiger Besitz von Amts wegen zu verwalten. Den Bischöfen wird zugeschrieben, dass sie diesen Geist besitzen, einfach weil sie Bischöfe sind. Der Kirche wird eine solche Heiligkeit, eine Amtsgnade sogar zugesprochen, so nennt man sie auch unter den Theologen, die sie ausstattet mit Irrtumsfähigkeit. Wollten wir von all dem weg mal in das Einfache zurückfinden, das gemeint sein könnte, müssten wir sagen, wir fangen plötzlich an zu denken wie Jesus auch. Und diese Übereinstimmung, unsere eigene Sehnsucht, unser eigener Mut zum Leben, die eigene Evidenz, was Liebe sein könnte, verbindet uns plötzlich und macht uns ganz klar, so ist es gemeint. Wir warten nicht mehr auf bestimmte Forschungsergebnisse der Bibelerklärer. Wir spüren einfach, wenn wir lesen, so verbinden sich die Sätze miteinander. So geraten wir von Punkt zu Punkt, von Augenblick zu Augenblick, tiefer in das Zentrum dessen, was einmal am Anfang stand. Da wachsen wir in der Gemeinsamkeit einer gleichen Gesinnung. Das muss es heißen. Aus seiner Geistigkeit, aus seiner existenziellen Haltung heraus zu leben. Es hat der Protestant Jochen Klepper einmal, von dem eine ganze Reihe von Kirchenliedern in beiden Gesangbüchern, bei den Katholiken wie bei den Protestanten stehen, gegen Ende seines Lebens in der Zeit der Nationalsozialisten in sein Tagebuch geschrieben, unter dem Schatten deiner Flügel, es sei ihm gelungen, in den letzten zwei vergangenen Jahren, in dem seine Sprache für die Lieder und Gedichte erstorben sei, wenigstens zwei, drei Bibelverse richtig zu verstehen. Ich wüsste für das, was Himmelfahrt ist und was Pfingsten bedeutet oder was uns eine christliche Existenz beschreiben könnte, eigentlich nichts Besseres. Zwischen Angst und Vertrauen, zwischen Anfechtung und Wagemut, zwischen Risiko und dem Versuch, unsere eigene Freiheit in die Waagschale zu werfen. Zwischen der Ungeschütztheit, mit der wir auf Liebe hoffen, und der Verwundbarkeit, mit der wir immer wieder zurückzuschaudern, beinahe gekränkt uns zurückzuziehen, drohen, steht diese wachsende Bewegung, es gäbe doch etwas Zuversichtliches. Es gäbe unter dem Treibsand einen Grund, der sich nicht verwehen lässt. Es gäbe eine Quelle direkt unter unseren Füßen, aus der wir Leben gewinnen könnten. Und wir brauchen nicht mehr zurückzuschauen. Wir finden in der Gegenwart diesen Strom, der unterhalb der Wüste alles durchzieht. Dankeschön, Herr Drewermann. Wir machen jetzt etwas Musik und dann, meine Hörerinnen und Hörer, sind Sie ganz herzlich eingeladen, mit Herrn Drewermann zu sprechen. Rufen Sie uns an, 30 20 00 20. 30 20 00 20. Nachtgespräche mit Eugen Drewermann. Wenn Sie mit Herrn Drewermann sprechen wollen, rufen Sie uns an. 30 20 00 20. 30 20 00 20. Herr Drewermann, wenn ich mir so die Ausführungen von eben vor Augen stelle, sich einzubilden, es wäre möglich, über die Wahrnehmung der einen oder anderen Worte Jesu von sich selbst etwas besser zu denken und in sich selbst etwas stärker, sicherer zu fühlen. So etwa könnte man ja wohl sagen, das ist ja im Prinzip ein sehr, sehr schönes und bereicherndes und ganz sicher Vertrauen gegen Angst und Hoffnung gegen Verzweiflung setzendes Empfinden. Aber wie
wie gestaltet es sich konkret? Will sagen, wie verwirklicht es sich wirklich? Sie haben sehr schön verwiesen auf den Einspruch der Reformation. Aber man wird ja sagen müssen, auch die Reformation hat in der Wirklichkeit des Alltags, in der Wirksamkeit, sagen wir mal, der Bergpredigt im Alltag, um dieses Beispiel wieder aufzunehmen, nicht sehr viel Neues bewirkt. Das ist so, wenn man die gesamte Geschichte sich betrachtet. Aber damit beginnt im Grunde schon die Täuschung. Wir sehen die Geschichte, wir sehen die Gesellschaft, wir sehen die Kirche. Und dann kommen wir uns als Individuen so ohnmächtig, verloren, klein dem Gegenüber vor. Und wir finden sofort, dass alles doch keinen Zweck hat. Es wächst im Grunde der Druck, so sein zu wollen, schließlich sogar, wie sie alle sind. Deswegen glaube ich, dass entscheidend in unserem Leben immer wieder die Frage ist, wenn irgendwie uns bemühen, Christen zu sein. In jedem Zweifelmoment, wo wir nicht wissen, was jetzt stimmt, als Maßstab zu setzen, was würde er denn tun in diesem Augenblick? Mir scheint, dass das, was wir Glauben nennen, die Berührung von zwei Momenten enthält. Es gibt in uns selber ein bestimmtes Sehnsuchtsbild von dem, wovon wir genau spüren, was menschlich ist, was Güte bedeutet, wie wir leben sollten. Es mag im Leben eines jeden sogar ein ganz spezifisches Gebilde sein, ein Inhalt, der nur für ihn gilt. Aber auch im Generellen weiß im Grunde jeder, was menschlich ist. Und es gibt ein in gewissem Sinne gleichförmiges, Carl Gustav Jung hätte gesagt, archetypisches Bild darüber. Wenn wir Christen von Christus sprechen, malen wir im Grunde dieses Bild, das wir haben, auf die Gestalt des Jesus von Nazareth. Ja, lassen Sie mich aber entscheidend ist, ja, aber lassen dass Sie wir anfangen an dieses... Ja, aber wenn ich mal jetzt das Bild konkret werden lasse. Nehmen wir also beispielsweise einen Kämpfer gegen die Todesstrafe. Ein solcher würde ohne Frage sagen können, ich fühle in mir ganz deutlich, wie Jesus dazu Stellung genommen hätte. Und es ist mir vollkommen unvorstellbar, dass Jesus jemals hätte sagen können, diese oder jene Tat verdient des Menschen Tod durch einen anderen Menschen. Gleichzeitig aber erfährt ein solcher Kämpfer gegen die Todesstrafe, das sagen wir mal in seiner Gemeinde, ja sogar in seiner christlichen Gemeinschaft, 90% oder 70% oder 80% der Gläubigen genau entgegengesetzter Meinung sind und dies womöglich mit Vehemenz und Macht zu vertreten suchen und ihm, dem Widersprecher, schließlich womöglich noch absprechen, das Recht zu haben, sich auf Jesus zu berufen. Ist jetzt etwas karikiert, aber einfach mal so dargestellt. Und man könnte es sofort erweitern im Umgang mit Krieg und Frieden, im Umgang mit Geld und Macht. Das Spektrum derselben Fragestellungen ist ins Unendliche auszudehnen. Ja, ja. Ich glaube deshalb, dass es ein sehr gutes Beispiel ist, das Sie vorschlagen. Wogegen eine bestimmte Partei, eine bestimmte Gemeinde, eine soziale Gruppierung sich vielleicht wehren wird, mag in der Ideologisierung bestimmter religiöser Standpunkte liegen. Auch der Vorwurf, dass man fundamentalistisch die Bibel einmal so und dann wieder so zitieren kann, um bestimmte Interessen absolut zu setzen, kann eher vorgetragen werden, ebenfalls nicht ganz zu Unrecht. Deswegen glaube ich, wir müssten tatsächlich von dem Beispiel Jesu, von seiner Gestalt, von der Art seines Wirkens, nicht nur bestimmte Worte übernehmen, sondern auch die Art, in der er aufgetreten ist. Inklusive allerdings, das sage ich gleich vorweg, des möglichen Widerspruchs auf Leben und Tod. Ja. Wer sich auf diesen Mann einlässt, wird kein ruhiges Leben bekommen. Aber dann stelle ich mir einmal vor, wir hätten die Aufgabe, die Szene aus dem 8. Kapitel des Johannesevangeliums. Eine solche Gemeinde von 80% oder 90% Befürwortern der Todesstrafe, sagen wir in den Südstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika, in Oklahoma jetzt, wo alle fiebern, dass am 10. Juni Timothy Way hingerichtet werden soll, auszulegen und plausibel zu machen.
dann ist es ja nicht möglich zu sagen, Jesus war gegen die Todesstrafe, ihr seid für die Todesstrafe, also seid ihr keine Christen und ich bin der Mann, der das weiß und euch zu sagen hat. So kann es nicht gehen. Nein. Wollte man aber vertiefen und fragen, was ist denn eigentlich Schuld bei Menschen? Wie kommen sie dahin, schuldig zu werden? Und wir würden die Geschichte von der Ehebrecherin uns einmal anschauen, wo wieder ganz klar ist, die Trennlinie zwischen den Guten und den Bösen ist eindeutig zu markieren. Hier sind die Gerechten und die Guten, die in jeder Angefochtenheit ihre Tugend bewahren. Und da ist die Lasterhafte, die Sündige, die gewissermaßen Ansteckende und Verführende. Und sie muss ausgeschaltet werden. Dann beginnt hier etwas so wirksam zu werden, was ich eine psychologische Vermittlung nennen möchte. Es geht um den Versuch, sich selber in dem scheinbar Gefallenen wiederzuerkennen. Es gilt zu begreifen, dass diese Unterschiede fiktiv sind. Die Person Jesu beginnt da, zu uns zu reden, wo wir womöglich selber uns außerhalb der Zäune befinden. Wo wir deutlich wissen, wir können überhaupt nur weiter existieren, wenn durch diesen Zaun sich eine Hand zu uns hin ausstreckt und die Spaliere wegräumt, sodass wir wieder Zugang gewinnen. Wenn wir, und zwar unverdeutlich jetzt gestützt auf das Zeugnis des Neuen Testamentes, diese Art Jesu auf Menschen zuzugehen, mit Menschen umzugehen, uns vor Augen stellen, ich denke, dann wird immer deutlicher, was er gewollt hat und was ganz sicher auszuschließen ist als unvereinbar mit ihm. Mhm. Mir scheint, dass wir Jesus vor allem immer wieder vermitteln sollten aus der Perspektive derer, die sehr deutlich spüren, dass sie mit ihren eigenen Möglichkeiten am Ende sind. Diese Unfähigkeit kann liegen in Krankheit, in Schicksalseinbrüchen, in schweren Depressionen, auch in schuldig geworden sein. Und schon ist deutlich, dass es keinen Menschen gibt, der einfach sagen kann, ich zitiere jetzt statt der Bergpredigt das Gesetz des Moses. Ja. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder ich zitiere Genesis 9, wer Menschenblut vergießt, das Blut soll auch vergossen werden. Es ist nicht mehr möglich, hinter Jesus zurückzugehen und das Gesetz des Moses gewissermaßen gegen ihn zu zitieren, sondern die Person Jesu wird plötzlich wie ein Filter zur Vermenschlichung. Und das muss sich plausibel reden lassen, selbst wenn die Kirche es bis heute nicht geschafft hat, offenbar der amerikanischen oder der abendländischen Kultur es nahezubringen. Speziell in ihrem Problem allerdings gibt es manchmal denn doch noch Zeichen der Hoffnung. Selbst in der Ukraine, einem Staat, dem man vorwirft, dass er unter Kutschma fast diktatorisch geführt wird, so steht heute in der Zeitung zu lesen, hat man die Todesstrafe abgeschafft. Auch die Vereinigten Staaten von Amerika werden sich fragen lassen, ob sie das einzige Rechtssystem sein wollen, das eine große Ähnlichkeit besitzt inmitten der westlichen Welt mit den sogenannten Schurkenstaaten. Wir müssen an der Stelle unterbrechen. Wir begrüßen Frau Jähn. Guten Abend, Frau Jähn. Guten Abend. Ich habe eine Frage an den Herrn Drewermann oder eine Bemerkung. Sie haben vorhin, hören Sie? Ja, ich höre. Sie haben vorhin in Ihrer kurzen Rede gesprochen von wahnhafter Identifikation bei dem Nachahmen des Jesusseins. Ja. Ja. Ich würde das mal nicht so zurückführen auf, dass so ein, sagen wir mal, Patient, dass so ein kranker Mensch ursprünglich aus Gründen, dass er nie Halt hatte oder Halt sucht oder so etwas, wie Sie das angesprochen haben, deswegen sich mit Jesus identifiziert. Das ist vielmehr, wenn jemand wahnhafte Halluzinationen hat, das ist ja krankhaft und da bietet sich, das ist primär und sekundär bietet sich vielmehr die Person oder das Phänomen Jesus geradezu an, um die ganze unerklärliche Sache zu erklären. Das ist ja ein, was dieser kranke Mensch hat, was er sich zunächst nicht erklären kann. Und das ist ein Versuch des Ganzen. Ist ja eine Krankheit letzten Endes. Ja. Es ist sehr schön, dass Sie das sagen. Wenn das so geklungen hat, als wäre gemeint gewesen, jemand setzt sich
und täte das mit freiem Entschluss, dann wäre dieser Eindruck sicher falsch gewesen. Sondern ganz wahr ist, wie Sie sagen, es überkommt mit Macht aus dem Unbewussten ein bestimmter Eindruck einen solchen Menschen und sprengt sein Ich förmlich weg. An die Stelle seiner bewussten Persönlichkeit tritt jetzt eine Idee von enormer Gewalt. Aber da im Hintergrund, dass mit so etwas passieren kann, gibt es natürlich eine ganze Reihe von Zugangswegen. Ich erwähne jetzt einfach mal sehr grob den folgenden. Jemand hat in Kindertagen an einer ganzen Reihe von Ängsten gelitten und sich sehr verzweifelt an seine Mutter geklammert. Und er hatte den Grund, die Bindung an seine Mutter zu verklären. Er ist im Grunde immer noch ein kleines Kind geblieben, aber seine Mutter gilt ihm für etwas Heiliges. Dann kann ein Schritt weiter es sehr bald dahin kommen, dass seine Mutter mit der Madonna gleichgesetzt wird und er das Kind, das sich für ihre Interessen opfern muss. Dann sind wir sehr bald in einem Schema, wo die Identifikation mit dem Vorbild Jesu mächtig wird. Man selber ist im Grunde gar nichts, man fühlt sich schwach, man ist hilflos, man steht einer feindlichen Welt gegenüber. Aber wenn man plötzlich göttliche Qualitäten hat, braucht man keine Angst mehr zu haben. Wenn man eine weltüberragende Bedeutung bekommt durch eine Aufgabe, die gesamte Welt zu retten, dann ist es vorbei mit dem Minderwertigkeitsgefühl. Kurz, es werden aus unglaublichen Ohnmachtsgefühlen plötzlich Allmachtsfantasien. Aus Gedanken der Selbstentwertung plötzlich eine Selbstüberwertung. Man spricht deswegen auch von inflationären Ideen und meint damit, das Ich wird aufgeblasen wie ein Luftballon. Es wird immer größer, aber da hinein pumpt sich der Atemwind der Angst. Richtig ist, wenn es die Gestalt Jesu im sogenannten christlichen Abendland nicht gäbe, dann wäre eine ähnliche Psychologie möglich, aber sie würde das Bild der Identifikation halt aus ihrem Kulturraum beziehen. Bei den alten Griechen könnte ich mir vorstellen, dass jemand dann gesagt hätte, ich bin Herr Herkules. Oder dass jemand sagen würde, im buddhistischen Kulturraum, dass er eine der himmlischen Gestalten des Buddha ist, also etwa der Buddha Avalokiteshvara oder irgend so. Entscheidend ist, dass der Unterschied aufgehoben wird zwischen der historischen Person damals und der eigenen Existenz heute. Und ja, mir scheint gerade für den Glauben sehr wichtig, dass er dahin führt, dass man Jesus oder die Person, auf die man sich wesentlich bezieht, letztlich die Person Gottes, auf die Jesus verweisen wollte, wie eine Begleitung erlebt, die das eigene Ich stärkt und nicht verdrängt. Ja, soweit verstehe ich das schon, was Sie sagen wollen. Bloß es klingt doch immer wieder durch, das scheint ein ganz großes Hobby oder ein so eine Art Vorrang bei Ihnen zu haben, die Ursachen. Es geht um die Ursachen, wie so eine Krankheit entstehen kann. Mhm. Und Sie führen das doch sehr gerne auf negative Kindheitserlebnisse oder gestörte Mutter-Kind-Beziehung oder Vater-Kind-Beziehung. Ich weiß nicht, wo Sie das erlesen haben oder wo Sie das herhaben. Es ist eine Art Vorliebe von Ihnen. Ja, gewiss, aber eine, die fast unvermeidbar ist. Was wollen Sie denn machen, wenn Sie Menschen eigentlich gerne haben, die furchtbar leiden? Also ich erzähle Ihnen ganz einfach, was ich vor einer Weile erlebt habe. Das immer wieder am Rande der Psychose. Ein Borderline-Syndrom, würden die Psychiater sagen. Eine Frau zu mir kam, die mit äußerster Anstrengung versuchte, noch ihre Ausbildung zu Ende zu machen. Und immer wieder war das ihr Gefühl, sie muss die Welt retten. Man verlangt von ihr, dass sie wie Jesus die gesamte Welt rettet. Und sie wollte von mir eigentlich immer wieder nur hören, das braucht sie doch gar nicht. Diese Überforderung ist doch nicht nötig. Das kann man von ihr nicht verlangen. Aber je mehr wir so sprachen, wurde der Zustand nicht aufgehoben. Natürlich war es sofort dann die Frage, woher kommt denn dieser Riesenanspruch im Leben dieser Frau zustande? Was ist passiert? Und um das überhaupt zu begreifen, bleibt gar nichts weiter, als den Hintergrund der frühen Kindheit anzusprechen. Und der war augenblicklich von einer Fülle von Erlebnissen geprägt, in denen sich zeigte, diese Frau hat nie eine wirkliche Kindheit gehabt. Die musste gewissermaßen erwachsener sein als ihre eigene Mutter. Die musste ihrer Mutter zum Leben verhelfen, um selber leben zu können. Und wenn das schon mal so ist, dass die ganze Kinderwelt erfüllt wird mit Verantwortung,
Ich muss mich opfern, damit der Bestand der Familie gerettet wird. Dann muss ich das später ja nur übertragen auf die anderen Verhältnisse der sozialen Umwelt. Und es ist jedes Ich dann, ein ursprünglich gesundes Ich, am Ende überfordert. Es wird einfach krank. Bei einem Übermaß von gutem Willen, dann kann die Religion noch dabei kommen und sagen, Jesus hat dabei das gewollt, Jesus hat sich geopfert, das musst du jetzt auch tun. Dann wird man immer hilfloser. Man wird am Ende erstickt sogar von dieser Art von Religion. Auch deswegen möchte ich ein Stück weit diesem vorgegebenen Bild widersprechen und sagen, so war Jesus überhaupt nicht. Und so können wir ihn auch nicht gut brauchen. Ja, ich viel gut, wichtiger. Das kann ich gut verstehen und nachvollziehen. Aber vielleicht würden Sie doch, können Sie einräumen, dass es doch Fälle gibt, sagen wir mal, von Wahnerkrankungen, von Psychosen, die nun nicht wie diese Frau dieses Borderline-Syndrom oder was Sie sagten, haben, sondern die wirklich aus, was weiß ich, es gibt ja immer, es gibt eine Veranlagung und es gibt einen Anlass, einen Anstoß oder einen Auslöser für eine Erkrankung. Da haben Sie wieder vollkommen recht. Wir müssen zur Kenntnis nehmen heute, dass die Psychosen in zwei Modellen in aller Regel erklärt werden und dass praktisch in der Psychiatrie der Standpunkt der Naturwissenschaften darüber vertreten werden. Psychosen ergeben sich aus hirnorganischen Störungen, im Grunde aus Stoffwechselstörungen im Gehirn, die man entsprechend medikamentös auch angehen kann. Daran ist mindestens so viel richtig, als es keinen psychischen Vorgang gibt, der nicht bioneurologisch korreliert wäre. Also wo irgendetwas stattfindet, das einen chemischen Träger im Gehirn hat. Da werden bestimmte Stoffe ausgetauscht, treten in Reaktion zueinander. Und das kann man natürlich alles untersuchen, das kann man messen, das kann man steuern, wenn man weiß, was sich da abspielt. Entscheidend bleibt mir, dass es so etwas gibt, buchstäblich wie Geisteskrankheit. Ja. Dass Inhalte, die man gelernt hat, sich so widersprechen oder so überfordernd sind, dass die eigene Person sich darunter nicht entwickeln kann. Und dann ist auch die Chemie im Kopf eigentlich eine Folge dieser Gedanken. Das ist entscheidend. Ja, Herr Drewermann, da kommen wir jetzt nicht weiter. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ich glaube auch. Auf Wiederhören. Dankeschön. Und wir begrüßen Herrn Stutz. Guten Abend. Guten Abend, Herr Longert. Guten Abend, Herr Drewermann. Guten Abend. Ich hätte Sie gerne mal um einen Ratschlag und eine Erklärung gebeten, wenn es geht. Und zwar ist Folgendes. Ich hatte vor langer Zeit mal eine Beziehung über 5 Jahre. Habe am Anfang die Frau geliebt und nach 5 Jahren waren die Gefühle irgendwie erkaltet und tot. Dann kam die Trennung. Dann gab es eine Beziehung über 9 Jahre, wo es ähnlich war. Und ich habe jetzt eine Beziehung, 6 Jahre, sehr, sehr gut und glücklich. Und im Moment ist, Gott sei es gedankt, noch alles wunderbar. Und mir ist noch im Ohr, wie mir vor nun schon 20 Jahren mal mein damals sehr alter und weiser Schauspiellehrer sagte, Liebe ist etwas, was nicht bleibt, sondern Liebe ist eine Arbeit. Liebe muss ständig erneuert werden. Das war sozusagen sein Rezept für eine glückliche, lange Beziehung. Und das ging mir immer wieder durch den Kopf in letzter Zeit. Und ich dachte mir, dass Sie vielleicht mit Ihrer Erfahrung und Ihrem Wissen mir ein bisschen erklären könnten, was das in der Praxis heißt, Liebe zu erneuern. Und ja, wie das anzugehen wäre, was es zu bedeuten hat, was da zu tun wäre. Ich kann jetzt ganz konkret natürlich nicht sprechen, weil ich den Hintergrund nicht kenne und weil 2 Erfahrungen, die Sie erwähnen, mit 2 verschiedenen Menschen, trotz der Gleichförmigkeit des Endes, innerlich sehr unterschiedlich sein können. Einmal so, ich glaube, dass es wirklich normal ist, dass nach einem gewissen Zeitraum von 2 bis 5 Jahren auch eine sehr intensive, romantische, gefühlsbetonte Begegnung und Liebe anfängt zum Gewöhnlichen, im gewissen Sinne zum Gewohnten und Alltäglichen zu werden. Sie verliert dann die permanente Neugier, die Spannung, die Aufregung, die Faszination, auch bis in den sexuellen Bereich zwischen Mann und Frau oft. Man kennt eigentlich alles oder glaubt das.
Man hat die Person des anderen so oft ins Gespräch gebracht, dass man gar nicht mehr vermutet, darin könnten aufregende Neuigkeiten noch gefunden werden. Man hat den anderen so weit kennengelernt, dass man ihn zu etwas Bekanntem herabstuft. Vielleicht ist diese Entwicklung sogar notwendig, weil irgendwann ja die Perspektive von zwei Menschen aufeinander in aller Regel sich erweitern sollen. Sogar man gründet eine Familie, Kinder kommen, man lebt auch ein Stückchen parallel gemeinsam, wie gute Kameraden, in Richtung einer gemeinsamen Aufgabe. Da ist diese Entromantisierung in der Entwicklung vieler Liebesbeziehungen, die dann zu familiären Gründungen werden, naturnotwendig sozusagen. Aber das ist auch nicht nötig. Ich glaube, dass diese Entwicklung ein ganzes Stück weit schon normal ist, einfach indem die Zeit dahin drängt, sozusagen von den Gipfelaugenblicken herunterzugehen in die Täler, in die Almregionen, in denen es nicht mehr so heiß und dicht bei der Sonne ist, aber auch nicht mehr gar so stürmisch oder so schneekalt, wo man es gemütlicher findet, wo Energien von beiden Teilen sich miteinander verbinden und ein erträgliches, durchschnittliches Mittelmaß bilden. Für romantische Seelen kann das alleine schon das Ende sein. Sie beharren darauf, die Liebe muss explosiv sein, ekstatisch bleiben. Und wenn sie das nicht ist, hat es keinen Zweck mehr. Schauspieler können dazu neigen, fantasiebegabte Poeten können dazu neigen. Es kann ein Stückchen hinzukommen, nämlich dass man gewohnt ist, eigentlich an einer bestimmten Vorstellung von Liebe zu bleiben, die man festhält und die man auch nicht der Wandlung unterwerfen lassen möchte. Man besteht sozusagen auf der Zeitlosigkeit, auf einem Stück Ewigkeit, mitten im Leben. Man möchte von dem Bild, das man sich vom anderen gemacht hat, nicht mehr wegkommen. Und dann kann eine Enttäuschung einsetzen. Der andere ist nicht so, wie man ihn verklärt hat. Er zeigt sich als viel normaler gegenüber dem Goldglanz-Hintergrund, auf den hin man ihn in der Fantasie projiziert hat. Es gibt noch ein anderes Moment, das mir die Erwähnung dabei wert zu sein scheint. Ich kenne viele Menschen, die sich aneinander klammern, auf dem Hintergrund von sehr viel Angst. Der andere soll im Grunde sie erlösen von ihrer Einsamkeit. Der andere soll ihnen Mut machen, die Scheu vor Beziehungen zu überwinden. Der andere ist wie ein Retter, der in eine Welt hineinkommt, in der man sich eigentlich gar nicht getraut hat. Eine wirklich aktive Rolle im eigenen Leben zu spielen. Zum ersten Mal womöglich fühlt man sich geliebt, gemocht, akzeptiert. Der andere schenkt einem vieles, was man sein halbes oder ganzes Leben lang gesucht hat. Auf dem Hintergrund solcher Gefühle kann es sein, dass man jede Wandlung, die eintritt, jede Veränderung in der Beziehung empfindet wie den Tod der Liebe. Mindestens als eine Bedrohung. Es hat sich alles so geändert. Diese Klage höre ich sehr oft, vor allem aus dem Munde von Frauen. Mein Mann ist so anders geworden, sagen sie dann. Es war anfangs so schön und jetzt ist es so gekommen. Früher haben wir das so gemacht. Hört man sich das genau an, ist äußerlich eigentlich gar nicht viel verändert worden. Lediglich in der Angst klebt man an den Anfangsbedingungen der Beziehung und möchte die verunendlichen. Und das wird nicht gehen. Gegen diese Gefahr lässt sich eigentlich nur setzen ein tieferes Vertrauen, dass dasselbe sich gleich bleibt, indem es sich wandelt und auch wandeln darf. Natürlich empfindet man mit 50 Jahren anders als mit 30 Jahren. Und Sie reden und sprechen ja jetzt schon von einer Beziehung, die über viele Jahre, viel länger als ein halbes Dutzend Jahre währt. Auch da reift ja ein Mensch, bleibt er nicht mehr einfach identisch mit sich. Und diese Veränderungen müssten immer wieder neu aufeinander bezogen werden. Ja. Wenn nicht, ist die Gefahr, dass man sich auseinanderentwickelt. Also die ganze Kunst liegt eigentlich darin, dass man sich den Roman seines Lebens Seite für Seite am Abschluss jedes Tages noch einmal in der verlängerten Form, in dem Kapitelchen, das dazugekommen ist, wechselseitig vorliest. Und das meinte wahrscheinlich Ihr Schauspielerfreund, als er sagte, die Liebe ist eine Arbeit. Das ist nicht ganz falsch. Sie fällt einem nicht einfach in den Schoß.
Sie lässt sich nicht als ein Geschenk, das einmal war, wie ein Wunder vom Himmel, wie eine Sternschnuppe, ein Meteorit, aufheben und dann ins Museum legen. Ja, Sie haben in der tiefen psychologischen Betrachtung von dem Trommler, da steht der Satz, ein wirkliches Gespräch mit der Seele des anderen ist, sag ich mal mit meinen Worten, also sehr, sehr weiterbringend, sehr heilsam. Ist es dieses, was Sie jetzt sagten, dass man sich über alles bespricht, dass man sich Fragen stellt, wie ist es dir dabei ergangen, wie fühlst du da, wie denkst du da, oder ist das wieder noch was anderes, da noch etwas anderes mit gemeint? Dieses ein Gespräch mit der Seele des anderen. Das ist sehr schön, dass Sie das Märchen vom Trommler in diesem Zusammenhang erwähnen, weil das eine Geschichte ist, der Brüder Grimm, die davon spricht, dass jemand ganz und gar eine Traumgestalt zu seiner Geliebten erwählt. Der Trommler hat des Nachts gesehen, wie Vogelfrauen sich verwandelt haben. Sie haben ihre Taubengewänder liegen lassen und Schwanengewänder, und er findet davon eins, geht dann auf einem Zauberberg dieser Geliebten nach und lässt von ihr sich gewissermaßen retten. Je länger sich das Märchen erzählt, desto deutlicher wird, dass diese Traumgeliebte eine außerordentliche dichte Nachfolgegestalt des Bildes der eigenen Mutter ist. Der Kuss der Mutter, der Abschied bei den eigenen Eltern, verzaubert diesen Trommler noch einmal und er vergisst seine Geliebten. Sie geht vollkommen unter, scheinbar in dem Wunschbild seiner eigenen Mutter. Und darin liegt es oft, dass Menschen eine ganz bestimmte Form und Erwartung von Liebe haben, auf die sie kaum verzichten möchten. Schaut man sich analytisch an, wie das kommt, hat man fast immer das Erinnerungsnachbild der eigenen Mutter dabei im Spiel. Man spricht psychologisch dann von der Mutter-Imago. Die wird gesucht und verschmilzt probeweise erst einmal mit der Geliebten oder umgekehrt mit dem Geliebten. Und dann kann die Enttäuschung irgendwann nicht lange auf sich warten lassen, dass die andere, der andere so gar nicht ist. Und jede Abweichung wird erlebt wie ein Bruch der Liebe, wie ein Kälteeinbruch, der über Frühlingsblüten fällt. Können wir an der Stelle schließen, Herr Stutz? Ja. Ich danke vielmals für diese anregenden, erklärenden Gedanken. Vielen Dank. Dankeschön. Vielleicht darf ich noch darauf hinweisen, dass das Märchen der Brüder Grimm erzählt, wie auch die Möglichkeit besteht, diesen Komplex, darf man sagen, des Erinnerungsbildes der Mutter aufzulösen und die Wirklichkeit der Liebe zu finden. Am Ende ist es ein Sieg der Geduld und der Zähigkeit der Liebenden über den Komplex dieses Traumlers. Es ist immer eine Sache der Wechselseitigkeit am Ende. Dankeschön. Wir machen jetzt eine kurze Musik und dann sind Sie wieder herzlich eingeladen, mit Herrn Drewermann zu sprechen. Rufen Sie uns an, 30 20 00 20. Nachtgespräche mit Eugen Drewermann. Wir begrüßen Frau Regina. Guten Abend. Einen recht schönen guten Abend, Herr Drewermann. Guten Abend. Guten Abend. Ich hatte schon mal vor langer, langer Zeit mit Ihnen gesprochen. Ich habe ein kleines Problem und ich hoffe, Sie können mir helfen. Und zwar, ich kann Ihnen auch mein Alter sagen. Ich bin 52 Jahre, ich war heute. Und ich habe eine Tochter und einen Schwiegersohn und einen Mann. Und die waren vor, und das ist ja mein Problem, die waren vor 3 Tagen bei meinem Papa. Mein Papa ist verstorben. Und haben gepflanzt. Und ich war mit meiner Mutti, die ist 85, sehr schwer krank. Herzinfarkte und Angina pectoris etc. Und ich ging mit meinem Mann, mit meiner Mama und ich ging mir heute zum Friedhof. Mir war richtig schlecht. Und dann habe ich davor, ich kann nicht loslassen. Ich habe davor gestanden, ich habe gedacht, oh Gott, Mamachen. Und ich bin die einzige Tochter, wohlbemerkt. Ich denke, Mamachen, nicht das auch. Ich habe Angst. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, um nicht zu sagen, ein super. Ich nehme sie, sie kann auch schlecht laufen. Entschuldigung, darf ich sprechen? Ja, natürlich.
Wir nehmen sie auch, mein Mann und ich, wir nehmen sie überall mit, wenn es machbar ist. Ich möchte nicht versäumen, dass sie mit uns überall noch hingehen kann. Denn sie liebt mich über alles, muss ich hinzufügen. Und sie klammert sich auch an mich. Ja. Aber dann liege ich im Bett und dann denke ich, ach Mensch, Mamachen. Ja. Ich, Entschuldigung. Ja. Verzeihung. Ich glaube, Frau Regina, ja, dass bitte. Sie ganz, ganz intensiv ihrerseits die Mutti lieb haben, ja, und alles für sie tun würden, was sie, ja, können. In der Tat. Auf der anderen Seite, dass es aber genauso nötig ist, manchmal etwas zu tun, das einfach für sie selber schön ist oder gemeinsam mit ihrem Mann, wo ihre Mutter vielleicht nicht unmittelbar dabei sein muss, sondern wo sie mal ein Stück unbeschwert und glücklich sein können. Sonst würden sie die Kraft verlieren, für ihre Mutter da zu sein. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, ich habe auch schon ganz schön abgenommen. Ja, das habe ich befürchtet beinahe, obwohl Sie das kaum gesagt haben, dass das sehr an Ihre eigene Substanz geht. Richtig, in der Tat. Ja. Und dass Sie zu viel Energie dabei verlieren. Mit einem Wort, so sehr Sie Ihre Mutter lieb haben, ja sogar weil Sie Ihre Mutter lieb haben, ist das umso nötiger, dass Sie ein Stückchen an sich selber denken auch einmal. Ja. Und etwas tun nur für sich. Also wo Ihre Mutter mal keine Rolle spielt und wo Sie selber mal ein Stück leben. Sie sind jetzt 52 Jahre alt, ja, und es muss doch mal möglich sein, ein bisschen unbeschwert einfach so da zu sein. Ich denke auch, Ihr Mann erwartet das ein Stück und wird Ihnen dabei richtig helfen. Richtig. Entschuldigen Sie. Und dann sage ich immer, Hasi, ich habe mein Handy bei. Ich muss noch mal Mädchen anrufen und sagen, wo es ist. Das ist das innerliche, wie soll ich das interpretieren? Das Pflichtbewusstsein, was Sie vielleicht gar nicht verlangen. Ja, ganz das ist aus klar, meiner das Sicht, wissen Sie. Ja, dass sie oft viel mehr tun, als Mutter objektiv selber wollte. Ja. Das glaube ich. Ja, vielleicht Mama ist eine Geschäftsfrau. Aber mein Inneres sagt es. Ja, dass eine Frau von weit über 80 Jahren mitunter einfach mal Ruhe haben möchte und gar nicht überall hingeschleift, sondern dass es ihnen nur selber ganz, ganz schwer fällt, mal Nein zu sagen oder nicht für ihre Mutter da zu sein, sie kriegen dann sofort Schuldgefühle. Genau das ist das Wort. Und dann wird es ganz schwer. Also das Paradox ist, Frau Regina, dass ja, Sie oft womöglich unter den Schuldgefühlen so schwer sich niedergedrückt fühlen, dass das eine ganz harte Arbeit ist, die Schuldgefühle auszuhalten, damit es endlich in Ihrem Leben ein Stück leichter wird. Und das ist schwer für mich. Ja. Da nur, glaube ich, muss ich arbeiten, oder wie? An Ihnen selber, ja, an diesen Schuldgefühlen, ja, von denen Sie ja sagen, das ist heute gar nicht mehr Ihre Mutter. Ja. Dass Sie von sich heute viel mehr verlangen in Richtung Ihrer Mutter, als die von Ihnen selber verlangen würde. Und schon deshalb wäre es richtig, dass Sie sich manchmal selber, ja, festhalten sozusagen. Ja. Und zu sich sprechen, ich gehe jetzt mal nicht zur Mutti hin. Oder ich gehe jetzt mal spazieren. Oder tue etwas, das ich schon immer machen wollte. Ja. Dinge, die nur für mich schön sind und die jetzt schon so viele Jahre warten. Denn so wie Sie es schildern, muss da ja ein ganzer Sack von Wünschen inzwischen sich gefüllt haben, die nie erfüllt wurden. Da haben Sie recht. Ich habe meine Reise abgesagt, weil meine Mutti sehr krank ist. Sie hat einen leichten Schlaganfall, wo ich sie ja habe. Und da habe ich gesagt, Hasi, also mein Mann, sein Kosename, gesagt, Hasi, wir können nicht wegfahren. Ist nicht drin. Ja. Und Ihr Mann hat dafür bestimmt sehr viel Verständnis, dass Sie Ihre Mutti lieben, aber er hat doch nicht nur die Tochter seiner Schwiegermutter geheiratet, er wollte doch auch Sie als Frau für ein gemeinsames Leben irgendwie. Da haben Sie recht. Vielleicht ist das doch nicht ganz verkehrt, einfach mal Urlaub zu machen,
Sie haben Handy. Wenn wirklich was passiert, kann man Sie sofort anrufen. Und wenn es mit der Mutti ernst werden sollte, Sie sind in ein paar Stunden wieder da. Ja. Sie müssen nicht unbedingt in Berlin praktisch in Ihrem Bett von früh bis spät hocken und immer wieder in Wachbereitschaft sein, besser als alle Krankenpflegerinnen und Ärzte. Das, was Sie gerade tun, sollten Sie viel öfter. Tief Luft holen und ausatmen. Ausatmen. Ist das unnormal? Im gewissen Sinne vielleicht schon, ne? Denn das ist ja nicht normal. Ich kenne auf Anhieb nicht ganz viele Menschen, die ihre Mutter so lieb... Ich kenne auf Anhieb nicht ganz viele Menschen, die ihre Mutter so tief lieb haben, wie sie das tun, ja, und sich so stark dafür verantwortlich fühlen. Das ist ungewöhnlich. Das ist wirklich... Aber Sie können auf der einen Seite stolz darauf sein, was für eine ganz und gar wohlmeinende Frau und Tochter Sie sind. Aber auf der anderen Seite, sie ist auch stolz Sie auf ja mich. Selber. Ihre Mutter umgekehrt ist stolz auf Sie, ganz sicher. Kann ja, sie und auch sein. Und. Kann sie auch sein. Aber wenn Sie schon deutlich spüren, Ihre Mutter möchte in diesem Umfang, schon weil sie sie lieb hat, doch ihre Tochter nicht ständig belasten oder ihr gewissermaßen das eigene Leben wegnehmen. Richtig, das will sie gar nicht. Eben. Dann ist es heute doch an Ihnen zu sagen, ich verstehe meine Mutter richtig, wenn ich jetzt, was weiß ich, mein Mann zum Beispiel über den kommenden Feiertag oder nächstens die Pfingsttage ja, einfach bei der Hand nehme und wir fahren wohin, wo wir immer schon wollten. Ja. Ich hoffe, Ihr Mann hört das jetzt mit und fühlt sich sehr bestätigt ja, ja, ihr für hört die nächste Urlaubsplanung. Jawohl. Ja, dürfen wir Frau Regina an der Stelle schließen? Ja, natürlich. Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und dass das möglich wäre, Ihrer Mutter sogar mehr gerecht zu werden, wenn Sie sich selber ein bisschen Recht zum Leben auch zusprechen. Ich wünsche das sehr. Dankeschön. Und wir begrüßen Herrn Niklai. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Lunge. Guten Abend, Herr Trevermann. Ja, ich wollte Ihnen, Sie noch mal wegen der Liebe noch mal da ansprechen. Das ist ja mal, das ist ja eigentlich ein Prozess, würde ich sagen, nicht? Den wir ja jeden Tag... alle irgendwo lernen, tun nicht. Uh-huh. Also Liebe meine ich jetzt, ja, ob ich nun jetzt verheiratet, nicht verheiratet bin, ob ich zur Kirche da meine Geschwister da liebe, uh-huh, also Glaubensgeschwister, so ist besser gesagt. Und alles im Leben ist immer ein Prozess. Das hatten Sie mir ja letztes uh-huh Mal auch gesagt, mit dem Glauben zum Beispiel. Ja? Ja. Denke ich mal. Es ist nichts Fertiges, also kein Besitz, den man gewissermaßen wie so ein Goldbarren jetzt auf dem Tisch hätte. Das richtig, ja. Und jedem zeigen könnte. So ganz sicher nicht, sondern Sie haben recht, es ist ein Prozess, etwas, das sich entwickelt und jeden Tag neue Seiten gewinnt, wie das Leben selber. Aber es kann doch eigentlich auch leicht sein, das Leben. Ich denke mal, wenn wir alle mal uns überlegen, ja, Sie sagen, dass dieser Prozess kann doch auch nicht schwer sein, sondern er kann doch leicht sein. Ja. Aber wenn ich jetzt mir das selbst schwer mache oder der andere macht es mir so schwer oder das Umfeld allgemein, ja, ja, dann weiß ich doch, dann lerne ich auch nicht gerne, das ist klar. Mhm. Wenn ich aber weiß, ach guck mal, der hat Verständnis, ich nutze das nicht aus oder ich bemühe mich auch. Und ich meine, wir müssen uns ja alle irgendwo mehr oder weniger versuchen, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, sage ich mal. Das müssen wir alle irgendwo lernen. Und ich meine, mhm, wenn wir da alle mehr diese Schritte tun würden, alle, dann wäre es doch eigentlich ganz einfach, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das Leben wäre toll, muss ich dazu noch sagen, wenn es nicht so schwer wäre und wenn wir uns das nicht alle so problematisch machen, sage ich mal. Ja, das ist die Frage, machen wir es uns problematisch oder gibt es die Probleme wirklich? Allein das zu unterscheiden ist nicht immer einfach. Jedenfalls da werden Sie sicher recht haben, wenn zwei Menschen sich lieb haben, dann inklusive auch der Probleme, die es gibt. Die mögen schwer sein, durchzuarbeiten und miteinander zu lösen, aber das ist kein Grund, locker zu lassen, ganz im Gegenteil. Richtig. So meine ich das jetzt aber auch. Wahr ist, wenn am Ende eine Beziehung nur noch aus Problemen besteht, dann kann das eine ermüdende Arbeit werden, die irgendwann die Liebe überstrapaziert. Richtig. Ich habe nämlich mal einen Menschen betreut und ich weiß, wie das, also ich habe das ehrenamtlich gemacht und ich weiß, also das war dann eigentlich nicht mehr schön, denn, weil das ist dann nur noch eine Belastung für uns beide gewesen, ja. Wir sind
der Mann konnte nicht mehr aus der Wohnung raus, der Mensch, und ich bin auch nur 24 Stunden mit dem Menschen in einem, ja, es war, jetzt war das schon manchmal, ja, ich konnte genauso, was die Vorhörerin nicht gesagt gerade hat, mit dem Urlaub, das konnte ich auch nicht machen, das war auch sehr schlimm, weil ich auch keinen hatte, der das mal, wie auch immer, wir hatten zwar das mit der Diakonie schon besprochen, also mit der Station, aber die haben den Menschen nicht da rund um die Uhr, sondern die haben da bloß ihre bestimmten Zeiten da einzuhalten und dann sind sie zum nächsten Bad hin. Also das ist das, was ich damit meine. Ich konnte das genauso nicht. Und das hat mich auch manchmal genauso mitgenommen und habe mich auch manchmal gefragt, warum das so schwer alles ist. Ja. Das habe ich mich immer gefragt. Ja. Also was wir beide jetzt ja meinen, ist dieses. Es geht nicht darum, die Liebe zu irgendeinem lustigen Spaß zu erklären. Dass man gemeinsam das Leben auf die angenehmste und heiterste Art verbringt und dann wäre das gewesen. Eine solche Beziehung wird gleich bei der nächsten Schwierigkeit auseinanderdriften. Ich sage das deswegen, weil Fernsehen oder Medienwelt von solchen Beispielen voll sind. Und viele Jugendliche denken, so ist das Leben dann. Wie ein großer Strandurlaub gewissermaßen. Ja. Was wir auch sagen müssen ist, die Liebe bleibt natürlich beieinander, wenn die Freude aneinander, miteinander stark genug ist. Wenn das Licht immer noch größer ist als nur der Schatten, der dabei geworfen wird. Irgendwie muss die Liebe sich belohnen durch ein Gefühl, dass die Verbundenheit sogar wächst. Auch durch Spannungen, durch Krisen, durch Probleme, mitunter durch Missverständnisse. Wenn man erlebt, dass diese Schwierigkeiten oder Spannungen sich wieder lösen lassen, dann ist am Ende aus der Krise sogar eine stärkere Verbundenheit geworden. Wenn sich aber zeigt, am Ende, man dreht sich in Probleme und man kriegt die nicht gelöst. Das, was man vor etwa 20 Jahren anfing, eine Beziehungskiste zu nennen. Es wird dauernd herumgezimmert, gesägt, gehämmert und man weiß eigentlich überhaupt nicht mehr, an welchem Möbelstück man jetzt arbeiten soll. Dann kann irgendwann der Eindruck entstehen, dass es nicht mehr nützlich ist und überhaupt keinen Sinn mehr macht, zusammen zu bleiben. Wenn aus der Liebe Qual wird, so möchte ich es am einfachsten sagen. Also das Vertrauen jedenfalls, der andere möchte mir helfen und der kann auch helfen, wenn ich in Schwierigkeiten bin, das sollte überwiegen. Richtig, aber man darf aber praktisch auch nicht den, wie soll ich sagen, wenn der andere jetzt die Aufgabe übernimmt oder macht es, sagen wir mal, aus nächster Liebe, da müsste man doch eigentlich so tolerant sein, so wie Sie das jetzt so der Vorhörerin gesagt haben. Man muss das loslassen. Man muss sich auch mal zurückziehen können. Man muss auch mal dann eine bestimmte Zeit dann sagen, dann und dann, wenn es meine Zeit selbst dann wieder erlaubt, dann und dann komme ich wieder. Oder ich sag das jetzt mal so, wenn ich überhaupt sowas nochmal machen würde, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich eins sagen, wenn das nicht so läuft, dann, ja, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, dann ja, verstehe ich das irgendwo nicht. Wie soll ich denn da denn jemanden helfen und meine und ich verzichte auf mich irgendwie, also kann meine Wünsche nicht so erfüllen, was man so gerne sich vorstellt. Ja, jeder hat ja so seine Vorstellung, Wünsche und so weiter, aber naja, das ist dann eben schwer, sag ich mal so, das ist alles nicht leicht, weil das nicht abgesprochen ist oder weil man das nicht besprechen kann, sage ich jetzt mal so. Aber wie würden Sie denn zu sich selber sprechen, Herr Niklai? Es ist ja ein Unterschied, ob man einander lieb hat oder ob der eine dem anderen helfen möchte. Ich rede jetzt mal nur von Hilfe. Also von Liebe meine ich jetzt nicht, sondern naja, das ist auch eigentlich drin. Liebe ist ja auch damit drin. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt einen Kranken betreue oder jeder andere macht so eine Aufgabe mal, dann ist es doch eine Frage, also ich meine das jetzt privat, meine ich jetzt. Dann muss man das doch irgendwie hier... Ich meine, wenn man das, wenn der Kranke das auch noch verstehen kann oder umsetzen kann, ich weiß ja immer nicht, ob das die können oder ob die das nicht können, das weiß ich nicht. Okay, das lassen wir mal so, aber ich denke mal, wenn der das kann, dann denke ich mal, muss er doch auch mal verstehen können, ach guck mal, der aber macht ja, ja schon für mich vieles und trotzdem, aber der muss ja, ja auch mal an sich denken, meine ich jetzt, weißt ja, du, das meine ich damit genau. Jetzt. Das ist jetzt nicht... Jede Hilfsbeziehung hat ihre natürlichen Grenzen, zum ja. Beispiel schon durch die Arbeitszeit. Ja. Sie besuchen im Krankenhaus Leute, Sie sind auf der Station tätig, dann gibt es irgendwann einen Dienstschluss, der auch feststeht. Ja. Und nur weil der feststeht, können Sie sich sehr engagieren, halb bis 17 Uhr nachmittags zum Beispiel. Weil Sie wissen, danach ist wirklich Schluss. Sie haben ein gewisses Maß von Energie zur Verfügung und das können Sie kalkulieren bis zu diesem
festgesetzten Augenblick. Hilfsbeziehungen sind irgendwie klar definiert oder sollten es zumindest sein. Bei der Liebe ist das anders. Die Liebe kann man nicht nach der Stoppuhr regeln. Man kann nicht sagen, sie hört jetzt um 17.05 Uhr auf, dann ist Dienstschluss in Sachen Liebe. So geht's natürlich nicht. Und schon dadurch unterscheidet sich die Situation von Frau Regina und von Ihnen wahrscheinlich. Frau Regina kann ihrer Mutter ja nicht sagen, ich höre jetzt auf, deine Tochter zu sein, weil es ist 18 Uhr Abend. Na, das ist doch aber eine Absprache, Herr Drewermann. Das ist doch aber auch, gucken Sie mal, auch wenn ich jetzt praktisch jetzt eine Verwandte betreue oder ob ich jetzt ein Fremder bin, gucken Sie doch mal, die Frau Regina, die wird doch bestimmt ihrer Mutter bestimmt auch das Gleiche gesagt haben. Wenn ich irgendwie kann, dann bin ich, stehe ich da zur Verfügung, aber ich darf ja die andere Sache denn auch nicht da vergessen oder so, meine ich jetzt. Also das wäre der nächste Schritt, dass man in der Liebe wechselseitig, ob das Mutter oder Tochter, Mann oder Frau, wer auch immer ist, lernt, dem anderen einen Freiraum zu lassen, eine gewisse Eigenständigkeit, ein Recht auf seine Persönlichkeit und seine Verwirklichung sogar zu fördern. Ja. Also nicht nur passiv anzuerkennen, sondern gerade in diesen Eigenarten ihn zu meinen und zu unterstützen. Freilich, ich kenne eine Reihe von Beziehungen, die daran scheitern können. Aus lauter Angst möchte man den anderen ständig bei sich haben. Man wird unruhig, fast misstrauisch, wenn man sieht, der andere geht nur einfach mal fort. Ja. Und sei es für ein, zwei Stunden. Dann hat er mich nicht mehr lieb, ist dann der Eindruck. Oder was macht er jetzt nur? Oder er tut etwas, das ist unkontrolliert. Wohin führt das nur? Also die Angst, die ständig nötigen möchte, Verschmolzenheit oder Dualunion zu schaffen, kann am Ende sich selber überstrapazieren. Richtig. Der Grund dafür ist, dass zu viel Angst zu wenig Vertrauen zu mir ist. Das ist richtig. Man klammert sich dann wie ein Ertrinkender an den anderen und am Ende können zwei Menschen untergehen, statt dass beide gerettet werden. Ja. Können wir an der Stelle schließen? Ja. Dankeschön. Schönen Abend noch. Ihnen auch, Herr Nickler. Dankeschön, Herr Nickler. Und wir begrüßen Herrn Holland. Guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr Drewermann. Ja. Ich habe mal eine Frage zu der Bibelgeschichte. Und zwar gibt es da diese Sache von Sodom und Gomorra, von dem Tanz ums goldene Kalb und auch diese Geschichte, wo Jesus im Tempel von Jerusalem die Tische umkippt, wo Leute oder wo Finanzleute damals Zinsen für Papier genommen oder Papier zu Papier machen wollten. Ist das richtig oder irre ich mich da? Bin nicht so bibelfest. Nein, das ist absolut richtig. 11. Kapitel bei Markus finden Sie, wie Jesus den Tempel reinigt von den Wechslern und Händlern und sagt, ihr macht aus dem Hause meines Vaters eine Räuberhöhle. Ja, so ungefähr. Ja, und Sie wollen sagen, es gibt doch Strafe und Zorn. Bei Gott, bei Moses und bei Jesus in der Bibel. Ja, nun ist meine Frage. Wir haben ja nun eine neue Zeit und wir haben 2000 Jahre nach Jesus. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass also die Menschheitsgeschichte oder die Menschheit aus nichts gelernt hat. Absolut nicht. Mhm. Sie ist eigentlich heute auf demselben Stand, hochtechnisiert natürlich, aber wie vor 2000 Jahren. Und nun frage ich Sie, damals gab es die Sintflut, da hat Gott gereinigt und hat die Menschheit auf Deutsch gesagt, naja, wieder disziplinieren wollen, will ich nicht so sagen, aber er wollte sie wieder auf den richtigen Weg führen. Sind Sie der Meinung, dass Sie, oder wie ist Ihre Meinung dazu, dass die heutige Gesellschaft überhaupt noch tragfähig ist in ihrer heutigen Art, wie sie die Menschheit oder wie sie die Menschen begegnet, wie sie die Menschen kaputt macht? Mit ihrer Sozialisierung und mit ihrer Dynamisierung und Globalisierung, dass überhaupt noch ein menschliches Wesen existieren kann. Ich höre, dass Sie an der Welt und an der Zeit sehr leiden. Und wie bitte? Ich höre, dass Sie an der Welt und an der Zeit im Ganzen und Allgemeinen sehr leiden. Da haben Sie sicherlich recht. Ja, sonst würde ich Sie hier anrufen. Ich hätte mal Ihre Meinung dazu gehört. Gibt es jetzt mal Bibel hin und Bibel her einen Punkt, wo Sie sagen, da würde ich mir am allermeisten wünschen, wenn gelernt würde? Dann könnte ich selber besser leben, wenn ich da einen Fortschritt sehe. Ja, na sicherlich. Bloß sehen Sie mal, 2000 Jahre sind 2000 Jahre.
Und die Menschheit hat nicht gelernt, überhaupt nicht. Ich spüre das jeden Tag. Leben bloß noch, und wir beide leben bloß noch ein paar Jahrzehnte. Wir können nicht mal 2000 Jahre warten. Ja, das ist richtig. Wo ist denn der Punkt, an dem Sie sagen würden, das möchte ich gerne sehen? Das möchte ich noch erleben, dass da sich was geändert hätte bei der Menschheit. Ja, es gab eine gewisse Zeit, ich bin jetzt fast 50 Jahre, es gab eine Zeit, eine Flower Power Bewegung, da war die Menschheit so ein bisschen so mit den Beatles und so, da war sie noch ein bisschen, also da waren sie auf einem richtigen Trip, sag ich mal so. Da waren, also denke ich so, nicht? Da waren Friede, Freude, Eierkuchen, will ich nicht sagen, aber die Menschen waren ein bisschen solidarisch, die waren, die Liebe war ein bisschen im Vordergrund und das Materielle also ist ein bisschen zurückgetreten. Liebe statt Krieg und Poesie statt Geschäft, solche Dinge. Ja, und ja. Dass aus all dem so wenig geworden ist, das ärgert und quält sie. Na sicherlich. Ich meine, ich bin nur eine gewisse Zeit auf dieser Welt und ich habe gefragt, welchen Sinn hat die Evolution? Verstehen Sie? Ja. Die Evolution muss ja auch einen gewissen Sinn haben. Und wenn kein Sinn da ist, dann muss Gott auch keinen Sinn haben. Verstehen Sie? Ich sag mir so, da wäre das für Sie eine mögliche Antwort. Die Evolution geht so unglaublich langsam voran. Im Raum der Evolution sind viele, viele tausend Jahre, hunderttausende von Jahren, noch ein winziges Zeitmaß. Irgendwann führt das zu etwas, sonst gäbe es uns Menschen ja auch nicht. Selbst das hat viele Jahrmillionen sogar gedauert. Aus Vorfahren, die so ähnlich aussahen wie die Schimpansen, den Homo sapiens zu machen. Ich kann jetzt auch nicht erwarten, dass das mit uns auf der Basis der Evolution so geschwinde weitergeht. Ein Mann, der davon was verstanden hat, war Konrad Lorenz, der hat vor vielen Jahren schon gesagt, wir Menschen sind eigentlich noch gar keine Menschen, sondern wir befinden uns im Übergang zwischen einem Affen und einem richtigen Menschen. Wir sind eigentlich immer noch dabei und das kann endlos dauern. Ich gebe Ihnen recht, die Botschaft Jesu vor allem, das Neue Testament, ist so ein Modell, ein Beispiel, wie man leben sollte. Nur ich finde mit Ihnen, dass das lausig wenig geschieht. Dann bleibt es hier aber an uns, die Dinge, die wir richtig finden, auch wirklich zu leben. Also wenn Poesie besser ist als Geschäfte machen, wenn Liebe besser ist als Krieg machen, dann können ja wir schon mal damit anfangen, auch wenn die anderen das nicht tun. Es muss ja nicht die Beatles geben, um uns zu erklären, was Liebe ist oder Menschlichkeit. Wenn es die Beatles auch gibt, ist das schön und man hört sie und viele Leute werden davon beeinflusst. Aber die Dinge sind ja nicht richtig, nur deshalb, weil es bestimmte Gruppen gibt, die als Sänger oder Theaterautoren oder Propagandisten für die richtige Idee auftreten. Was stimmt, wissen Sie ja inwendig eigentlich aus sich selber heraus schon. Ja, ich weiß das schon, aber mich interessiert die Menschheit mehr. Und diese Menschheit ist meiner Meinung nach nicht in der Lage, durch diese ganze Medienwirtschaft und durch die Globalisierung und durch das Geld sowieso, dass sie verklärt sind. Sie sind absolut verklärt. Sie sind also nicht in der Lage. Und 2000 Jahre, das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt. Und wir haben 2000 Jahre nach Jesus. Und das ist sehr traurig, muss ich sagen. Ich weiß, dass ein Mensch ein 2000 Jahre kein Zeitraum ist für die Menschheit, aber es sollte doch ein nach Kriegen und nach Leid und Tod und alles, was die Menschheit durchgemacht hat, es sollte doch ein Prozess eintreten, der die Menschheit die Augen öffnet. Aber es ist leider nicht so. Es ist sehr traurig. Leider. Deswegen frage ich Sie, was Sie dazu sagen oder was Sie dafür ändern. Rezept gibt es für Sie wahrscheinlich auch nicht, Sie sind ja auch nur ein Mensch. Aber ich hätte immer Ihre Meinung dazu gehört. Ich denke, dass viel wert ist, wenn die Menschen das leben, was sie an Wahrheit in sich machen. Schon dadurch lässt sich eine ganze Menge bewegen. Und dann wird man immer wieder anderen begegnen, die das ähnlich versuchen. Ja, mit ihnen quält mich auch zu sehen, wie sich die Welt ganz anders dreht. Gerade heute wird ein riesiger Schinken vorgestellt, der nächstens auch in die deutschen Kinos kommen soll, zum Beispiel über den Angriff der Japaner.
auf die amerikanische Flotte. Pearl Harbor, meine Pearl Harbor damals, ja. Ja, naja, gut. 200 Millionen Schinken, ein riesiges, gigantisches, chauvinistisches Machwerk der US Army. Und wieder wird jetzt den Leuten beigebracht, dass Krieg, wenn er für die richtige Sache geführt wird, eine gute Sache wäre. Als wären die Amerikaner in einen Krieg damals gestolpert, den sie gar nicht wollten. Selbst die Historie wird da umgelogen, damit man am Ende noch besser dasteht. Und ich bin sicher, es wird wieder viele Millionen Menschen geben, die den Unsinn glauben. Ja, klar. An jeder Stelle dreht sich's anders, als ich gerne hätte. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich treffe jeden Tag Menschen, die über ihre Angst hinweg ein Stückchen mehr Vertrauen lernen. Ich sehe, dass Leute Unglaubliches unter enormen persönlichen oder sozialen Anstrengungen Wege suchen, auf denen sie ein Stück leben können und sogar anderen ermöglichen, dass sie leben können. Also wenn ich sehe, wie sich die Einzelnen abmühen, gewinne ich ein enormes Vertrauen und ich finde nach wie vor das Leben wunderbar. Wenn ich dann die Zeitung lese und sehe, wie es im Großen und Ganzen zugeht, packt mich der Zorn oft, genau wie Sie. Und ich möchte nach dem Beispiel, das Sie zitieren, Markus 11, eine Peitsche nehmen und draufhauen. Aber ich gebe Ihnen recht, das hat damals schon nur begrenzt funktioniert. Ich fürchte überhaupt nicht. Naja, Gewalt ist nicht mein Ding. Mit der Sündflut, das hat ja nicht die Sache viel gebessert, offenbar. Und jedenfalls hat Gott am Ende sogar eingesehen, dass es so nicht geht. Er hat gesagt, das mache ich nicht mehr wieder. Sondern wenn es jetzt wieder hat er gesagt, regnet, hat er gesagt. Er hat gesagt, Buch Moses, ich mache die Flut nicht wieder? Ja, erstes Buch Moses, Kapitel 8. Können Sie nachlesen. Er wollte ab sofort jetzt einen Regenbogen setzen, wenn es tüchtig regnet, um zu zeigen, eine Sündflut gibt er schon mal nicht mehr. Na, dann hat er sich abgewöhnt seitdem. Und bloß deshalb gibt es uns. Das ist gut, das habe ich nicht gewusst. Ja. Na gut. Das dürfen wir damit schließen? Ja, gut, danke schön. Dankeschön. Ja, schön. Dankeschön. Jo. Und wir begrüßen Herrn Kiesner. Guten Abend. Guten Abend, Herr Longart. Guten Abend, Herr Dr. Drewermann. Ich wollte zu dem Vorgänger, Gesprächsvorgänger hier, etwas sagen. Er fragte über die Welt 2000 Jahre. Dieses Stichwort sagte er. Es ist doch so, wenn ich mich ändere, dann ändert sich auch der andere. Ich selbst kann keinen anderen ändern. Aber wenn ich mich ändere, ändern sich die anderen Menschen und dadurch ändert sich auch die Welt. Ich hätte aber gern zu drei Dingen etwas gesagt, wenn Sie gestatten. Und zwar zum Ego, zur Depression und zur Liebe. Herr Dr. Drewermann, Sie hatten vor, ich glaube, es war vor 14 Tagen in einer Sendung, eine gewisse Frau Schwedler zu Gast, die mit Ihnen sprach und die also Sie heftig kritisierte. Und bei dieser Gelegenheit fiel mir ein, wenn ich mit einem Menschen spreche, in dieser Art und Weise. Es ist also jetzt nicht so, dass es ein Urteil meinerseits ist, denn Christus sagte, wir sollen nicht urteilen, wir können aber wohl feststellen und beurteilen. Und sie griff sie also wirklich an, es war, ich möchte sagen, unter der Gürtellinie. Dadurch passiert Folgendes und ich schließe mich auch ein in, nicht in diese Situation, sondern in andere Situationen, die ich erlebt habe und die viele Menschen ja auch erleben. Man wird heftig, man sagt etwas, man bereut es dann, aber man sollte sich auch beim anderen insofern entschuldigen, weil dadurch, durch diese Denk- und Handlungsweise ja ein geistiges Band hergestellt wird, ein geistiges Band der Negativität. Und wenn ich dieses geistige Band nicht mit diesem Menschen löse, dann ist es auch vor Gott gebunden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und der nächste Punkt wäre die Depression. In meinem geistigen Kreis kenne ich eine Frau, die also ganz, ganz schwere Depressionen hatte, die also bis zum Selbstmord hin liefen. Sie hat sich das Leben nicht genommen, aber sie war nahe davor etliche Male. Und sie hatte dann festgestellt, dass sie auch besessen war. Und als ich sie fragte, sie ist also jetzt vollkommen geheilt, ohne Tabletten. Sie hat keinerlei Tabletten genommen, war durch ihren Glauben so gestärkt worden, durch die Gebete an Christus, in Christus. Und sie hat dieses Erlebnis gehabt infolge eines Traums. Und in diesem Traum träumte sie, sie kam in ihre eigene Wohnung und fand diese Wohnung besetzt vor. Und ein Sprecher von mehreren Personen, der sagte zu ihr, ja, er hätte diese Wohnung bezogen, er wäre woanders vertrieben worden. Und jedenfalls löste sich dieser Prozess und am nächsten Tag war sie vollkommen gesund. Ich erzähle das deswegen, weil ja viele Menschen anrufen, die besessen, nicht besessen sind, sondern die Depressionen haben und die wahrscheinlich ähnliche Dinge auch erlebt haben.
Und es war also ein ganz großer Heilprozess und diese Dame ist seit Mitte Dezember vollkommen geheilt. Sie hat keinerlei Befürchtungen mehr. Es ist nichts, sie ist, unterscheidet sich nichts von einer normalen Person. Das letzte Thema wäre dann die Liebe. Sie erwähnten die Liebe, es wurde darüber gesprochen und da muss ich Krishnamurti mal anführen, einen indischen Theosophen, den kennen Sie ja sicher, der mal sagte, Liebe ist da, wo kein Zentrum ist. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen hält, weiß man, was damit gesagt wird und gesagt werden sollte. Das war's, was ich zu diesen Themen sagen wollte. Vielleicht können Sie noch was dazu ergänzen. Ja, das eine, was Sie erwähnen aus dem Gespräch von vor 14 Tagen, ich glaube, dass das nicht so schlimm gemeint ist, wie Sie es erleben konnten und gehört haben. Sie war sehr erregt. Immer wie sehr erregt und es kommt immer wieder vor, dass jemand etwas sagen möchte, inwendig unter großem Druck steht, etwas mitteilen möchte, das am liebsten die ganze Menschheit hört. Und nun ist da ein Rundfunk, wo man sprechen kann. Dann wird man sehr nervös und impulsiv und will das alles in wenigen Minuten wie ein Wasserfall herauskippen. Ich glaube nicht, dass da jetzt viel dran wieder gut zu machen ist oder ein Riesenschaden entstanden wäre. Jedenfalls. Ja, ich glaube, wenn Sie das ganz gut verstehen kann, wie das so kommt. Ob man im ruhigen Rückblick das alles nochmal genauso gemacht haben würde, das glaube ich nicht, wollte, steht auf dem anderen Blatt. Mit den Depressionen bin ich natürlich froh, dass die Frau, von der Sie sprechen, das so hinter sich gebracht hat. Aber man kann das nicht einfach verordnen, weil jede Depression anders ist, anders erlebt wird, andere Gründe hat, eine eigene Dynamik entwickelt, die man auch schwer vorhersehen kann. Mich beeindruckt der Traum, den Sie schildern. Eben, das war das. Offensichtlich sehr tief widerspiegelt, wie die Frau sich gefühlt hat. Der Innenraum ihrer Seele gewissermaßen von fremd besetzt und eine Stimme, Sie sagen, aus der mehrere Personen reden. Also eine Stimme, die der Sprecher, also der Sprecher dieser Gruppe sozusagen, das war ein Mann, der also dann eben diese entsprechenden Worte sprach zu ihr. Und sie hat aus diesem Traumerlebnis also das gewonnen, dass also durch Kraft ihrer Gebete, es kam alles zusammen, wurde ihr dieses Phänomen, also diese Offenbarung zuteil. Und ich meine, ich kenne sie seit vielen Jahren und sie hatte also diese Depression seit circa 1,5 bis 2 Jahren. Ich habe sie selber erlebt, ich war selbst bei ihr, also ich kannte ihren Zustand und ich war so glücklich drüber, dass sie eben dann dies dann in dieser Form lösen durfte. Denn es ist ja eine Gnade Gottes gewesen, dass sie durch diese Offenbarung dann wieder frei wurde und durch die Kraft ihrer Gebete. Das kann man wirklich sein, sehr, sehr froh, wenn ein Mensch aus so einem Kessel wieder herauskommt. Ich möchte lediglich ein bisschen davor warnen, psychische Gegebenheiten sehr stark als Werk Gottes oder der Gnade Gottes zu interpretieren, denn es kann ja vorkommen, die Frau würde wieder depressiv sein und hätte dann die Neigung, wie ich das mitunter bei solchen Menschen doch erlebe, sich von Gott als verflucht zu empfinden oder sogar durch eigene Schuld aus der Gnade Gottes gefallen. Das müsste man auf jeden Fall verhindern. Also sie ist so stark im sie ist so stark im Glauben und sie hat auch die Kraft gehabt. Ich habe ja mit ihr Gespräche gehabt darüber und es wird auch wahrscheinlich demnächst mal eine Videokassette kommen von ihr, wahrscheinlich erst im Herbst. Ich habe sie auch dazu angeregt oder habe ihr das gesagt, dass es wäre für andere Menschen sehr, sehr wichtig wäre, wenn nicht nur ihre Stimme, ein Tonband hat sie bereits hergestellt, aber es wäre, glaube ich, wichtig, eine Kassette herzustellen, wo sie gesehen wird, wo sie wo sie beobachtet wird und wo das, was sie sagt, in die anderen Menschen eingehen könnte. Und ich glaube, durch die Kraft des Glaubens war ihr das eben vergönnt, dass sie eben diesen Heilweg beschreiten konnte. Ja. Ein Stückchen möchte ich warnen, der Feuer Kiesner. Ja. Solche Dinge sind wunderbar, wenn sie passieren. Ja. Aber man kann sie ganz schwer auf das Leben anderer übertragen oder daraus ein Modell machen und dann zeigen, Leute, so geht's doch, so müsst ihr es auch machen. Ich warne deswegen davor, weil zum depressiven Erleben ohne dies eine enorme Bereitschaft gehört, sich schuldig zu sprechen. Ja, ja, das stimmt. Am Ende sogar dafür, dass man depressiv ist. Und dann kann das ganz schnell auch diesen religiösen Charakter annehmen. Man hat sich versündigt, man hat an Gottes Gnade nicht genug geglaubt. Man ist es ja selbst in Schuld, dass man depressiv ist.
Auch Gott kann einem am Ende nicht mehr helfen. Das kann sich immer weiter steigern. Und deshalb lägt mir sehr daran, erstmal die Depression rein weg als ein seelisches Erleben zu interpretieren. Mhm. Es ist ganz wahr, Sie haben vollkommen recht, dass Vertrauen ganz, ganz wichtig ist. Ja, ja, ja. Dass das Gefühl, das eigene Ich hat doch einen Wert, ja, im Ende schon damit identisch ist, dass die Depression sich löst. Ja. Aber vor diesen religiösen Interpretationen, die nicht falsch sind, die aber kurzschlüssig werden können. Ja, das ist die Gefahr natürlich, da haben Sie recht. Ja, ja. Ja, da möchte ich ein Stück warnen, dass das nicht zu schnell oder sogar dann vernutzt wird, um es weiterzureichen. Wie das soll also nicht so, das soll nicht so auf die falsche Ebene kommen. Ja, ganz genau. Ja, ja. Das Letzte noch mit dem Ego. Mit der Liebe. Mit der Liebe, dass wir unser Ich, unser Ego sich gewissermaßen auflöst. Ja. Ich glaube, dass man das so erleben kann. Es gibt ein Gefühl der Verschmolzenheit, der Auflösung aller Grenzen. Ja, das ist wie wenn eine gemeinsame Woge zwei Menschen trägt, verbindet, ganz und gar umfängt. Das ist der eine Teil. Der andere gehört ganz sicher Krishnamurti hin und Krishnamurti her mit dazu. Dass man lernt, davon haben wir ja immer wieder gesprochen, vorhin bei Herrn Nikla, bei Frau Regina, sich abzugrenzen. Ja, ja. Ein eigenes Ich zu haben, das von der Liebe auch bestärkt wird. Liebe ist wirklich beides. Die Versicherung, wir sind einander so ähnlich, so gemeinsam, so sehr verbunden. Ja. Und auf der anderen Seite die Erfahrung, wir sind auch gänzlich anders. Wir sind ganz verschiedene Menschen. Ja, ja. Und je näher man aufeinander zukommt, wächst sogar das Gespür für die Eigenart des anderen. Und diese Faszination in etwas ganz Gleichem, etwas ganz Besonderes und sogar Fremdes zu finden, macht die eigentliche Spannung der Liebe aus. Ja. Die bloße Identität wäre am Ende spannungslos. Das Wesentliche ist die Erkenntnis des Lebens und die Erkenntnis des Umgangs der Dinge, mit denen wir verhaftet sind und in denen wir auch aufgehen sollen, durch die Liebe, in der Liebe und, sagen wir, mit der Liebe, nicht? Mhm. Aber sie ist beides. Diese Liebe ist ein Schwingen im Einzelnen und im Unterschied. Ja, ja. Ja, Herr Dr. Dreyer. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kiesner. Ich danke Ihnen auch sehr, ja. Schönen Abend, Herr Longer und Herr Dr. Dreyer. Danke. Und wir begrüßen Frau Helga. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Dr. Drewermann. Guten Abend, Herr Longert. Ich beziehe mich auf, ich glaube, das war die vorige Sendung. Und zwar, das muss das letzte Gespräch gewesen sein. Es ist jetzt aus dem Zusammenhang. Ich schreibe sonst viel mit, aber ich habe jetzt nur diesen Satz, nachdem ich Sie nochmal fragen möchte. Es hat mich sehr beschäftigt. Sie sagten da wörtlich, ich glaube, Sterben ist, dass man wert ist, Gott zu begegnen. Können Sie jetzt so aus dem, ein bisschen schwierig ist mir klar, weil ich das jetzt nicht mehr, es war ein Gespräch mit einem Hörer und dann kam das an einer Stelle. Ja, ich denke so. Ja? Also, vor Augen habe ich dieses wirklich schlimme Bild, das in der Geschichte des Christentums sich in den Seelen vieler Menschen eingegraben hat. Der Tod ist identisch, dass man in das Gericht eintritt. Die Taten der Menschen werden auf Gottes Waagschale gewogen und geprüft und unnachsichtig hat ein Urteil gesprochen. Das hat die Menschen sehr mit Angst erfüllt und oft um ihr ganzes Leben betrogen. Mhm. Ich finde dieses Bild vom jüngsten oder vom persönlichen Gericht nicht sinnlos. Aber ich möchte den Akzent sehr anders setzen. Ich verstehe unter Gott die Macht, die wir die ewige Liebe nennen. Und dann frage ich mich, ob der Tod nicht diesen Sinn hat. Das ganze schattenverwirrte Leben würde sich öffnen in ein reines Licht. Das ganze Hin und Her aus Zweifeln, aus Ängsten, aus so vielen Situationen, in denen wir unter dem eigenen Niveau geblieben sind. Ja. Träte plötzlich der Macht entgegen, die doch gewollt hat, dass es uns gibt. Ja. Sonst wären wir ja gar nicht. Mhm. Und plötzlich würden wir uns anschauen mit einer reinen Güte. Ich höre sofort viele Theologen dann reden, dass das wieder eine Wunschfantasie ist und dass Gott aber auch gestreng ist und gerecht ist und dass Ordnung sein muss. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Zensurinstanz, kein Richtmaß für unser Leben, das strenger sein könnte, als wenn wir endlich begreifen,
wer wir selber sind und wozu wir bestimmt sind. Aber das kann man doch nur merken im Gegenüber einer unbedingten Liebe. Ja. Plötzlich kriegen wir ein Gefühl. Das war und ist das Thema unseres Lebens. Und dann tut uns umso mehr jede Szene im Leben leid, wo wir so nicht gewesen sind. Ja. Sie haben jetzt etwas so Mühe mit Ihrer Erkältung, ich merke, ja. Augenblick. Ja, ist nur ein Moment. Natürlich. Ich glaube, das tut uns dann wirklich leid in unserem Leben. Und so meine ich, dass der Tod diesen Sinn hat, den ganzen Schatten aufzulösen. Ja. Und das einmal den Blick auf uns zu gewinnen, wie wir wirklich gemeint wären. Wissen Sie, dass ich denke auch in diesem Zusammenhang jetzt an dieses Wort, wir sehen jetzt in einem Spiegel und dann von Angesicht zu Angesicht. Ich weiß nicht, ob das unmittelbar jetzt, fällt mir nur so ein. Aber ganz richtig. So, ja, ganz in diese richtig. Richtung. Und ich muss Ihnen und dazu es geht sagen, ja dann so weiter. Wir, ja. Es gibt Glauben, Hoffnung und Liebe, ja. Diese drei. Aber, die aber einzig bleiben wird die Liebe. Ja. Die Liebe ist die größte Unterschiede. Ich sage das auch nochmal ganz besonders, was mir am Herzen liegt, weil ich sehr mit Depressionen zu tun habe. Ich habe auch schon mit Ihnen gesprochen, auch schon neulich mit Herrn Longert. Und so dass dieses Wort gerade für mich, also was ich immer ganz besonders mag, dass sie diese Liebe in vielen Gesprächen und unter vielen Aspekten die Liebe in den Mittelpunkt stellen, immer versuchen, den Menschen unter dem Aspekt oder die Dinge, die der Mensch tut oder nicht tut, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich ein bisschen aufgeregt ausdrücken soll, aber dieses immer wieder zu Bewusstsein bringen und dass es doch eine große Kraft ist. Und für mich ist das dann dieser Satz so gewesen, auch in Bezug auf Suizid und Suizidgedanken, dass ich im Grunde genommen dieses Wertsein, was bedeutet, dass es ist, es ist ein Stück, dass ich die Zuversicht haben kann und Vertrauen haben darf und immer wieder die Lebensaufgabe neu zu suchen, dass ich sie für mich sehe, bis ich dahin komme, wo mich diese Liebe, in Klammern Gott, aufnimmt. So kann ich das für mich eigentlich. Und so möchte ich das gerne für mich. Deshalb, ich wollte unbedingt noch mal ein Stück von daher Sie fragen dürfen. So, genau so sehe ich das auch. Ja, so würden Sie das sehen, dass wir, denn im Grunde genommen denke ich, dass wir Menschen ja doch Angst vor allem, mehr oder weniger Angst vor dem Ungewissen haben. Und der Tod ist ja dann das Endgültige, was wir eigentlich nie wissen, wie wir es erleben werden oder beziehungsweise auch was danach oder so. Aber dieses sich, also ich denke dann immer, es gibt einen Spruch, den habe ich auch auf unserem Familiengrabstein, meine Zeit steht in deinen Händen, und das ist, Jörg Zink hat ja da auch viel zum 39. Psalm geschrieben. Dieses, was mir besonders wichtig ist und gerade in den Depressionen auch, die manchmal sehr grauenvoll sind, dass ich aber irgendwo spüre hinterher, als da ist irgendwas, was dich doch gehalten hat, und das ist diese Liebe, und die wird dich am Schluss auch in diese Hände kannst du auch nur fallen. So in dem. Ja, das ist ein wunderbares Wort, das man auch Jesus im Lukas-Evangelium in den Mund gelegt hat. In dem Moment, als er starb, soll er aus dem 31. Psalm genau diesen Satz gesprochen haben. Ja? In deine Hände gebe ich meine Seele, ja? Ja, ja, ja. Und ich denke wieder, es ist ja unser Thema im Ausgang des heutigen Abends gewesen, wie kann man aus demselben Ursprung existieren, aus dem heraus Jesus gelebt hat. Ja. Und in meinen Augen ist das ein solches unbedingtes Vertrauen in eine Liebe, die auch vom Tode nicht in Schatten und in Zweifel gestellt werden kann. Ja, ja, das fällt mir noch, aber ich komme jetzt nicht ganz auf den Text, dass was kann uns scheiden von der Liebe Gottes oder so. Das sind auch so manchmal so Dinge, die habe ich Paulus, meiner sterbenskranken Freundin so erlebt, die selbst Pastorin war, nebenbei gesagt, das war ihr Wort dann immer, das ist mir sehr, eben, dass die Liebe doch... Das steht im Römerbrief. Im Römerbrief, richtig, was ja. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Und ich denke, gerade in solcher Verlassenheit einer Depression, wie sie auch gerade bei, ich habe hier ein Buch von Juliane Juchli, die eigentlich die Bilder einer Depression, einer Kranken,
die auch selbst in ihren Tagebuchaufzeichnungen, und von Kierkegaard ist ja auch so allerhand bekannt mit den Ängsten. Also ich denke, dieses dann immer wieder dort ankommen oder dort gehalten werden, also das ist für mich eine große Erfahrung, und von daher war, das ist eben dieses Wort, dieses Wertsein. Ich meine, nun kann man, ich meine nicht, dass ich denke, ich muss mich wert machen durch irgendwelche Taten, aber dass irgendwas vollendet ist, kann man das auch so sagen, dass ich mich dieser von Gott gesehenen Vollendung meines Lebens dann ganz... Ja. Ja. Und ich formuliere es gerne auf Sie selber hin, Frau Helga. Das wäre mir sehr lieb, Herr Doktor. Viele Depressionen kenne ich, die immer wieder dann bezeichnet werden als eine Krankheit der Seele. Ja. Ich glaube, dass das, was Sie durchmachen und durchgemacht haben, ganz, ganz viele Chancen hat. Zur Depression gehört, dass man nie irgendetwas als vollkommen fertig und endgültig empfindet. Aber Sie sagen gerade, das lehrt mich doch der Glaube. Es gibt eine Vollendung in meinem Leben und ich muss die gar nicht machen. Es ist vielmehr, wie wenn ein Fluss in das Meer fließt. Mhm. So ist es zumindest mit unserem Leben im Augenblick des Todes. Wir werden aufgenommen im Unendlichen. Mhm. Und darin liegt alle Vollendung. Auch wenn Sie sich gerade sagen, Depression bedeutet so oft einsam zu sein oder sich Mutterseelen alleine zu fühlen. Ja. Aber die Religion wieder sagt, so alleine wirst du niemals sein. Es gibt ständig eine Begleitung. Vielleicht lese ich diesen schönen Satz, 14. Kapitel im Römerbrief ist das. Da schreibt Paulus mal, keiner von uns lebt sich selber und keiner von uns stirbt sich selber. Sondern leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Aber dieses große Vertrauen, was dazu gehört, ich denke manchmal, ich bin auch schon 60, aber irgendwo, es ist wahrscheinlich lebenslang immer wieder ein Stück Anfechtung, wenn das Leben... Ja, in dem Sinne. Und noch ein Satz, bitte, wenn ich darf, Sie sagten irgendwie auch an dem Tag, als Sie mal über Depressionen von dieser Regenwolken und Sonne und so weiter, vielleicht ist jede Depression eine Reinigung, eine Aufgabe, die ich noch erfüllen muss. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihnen den Satz unterstelle oder ob das der Sprecher sagte oder was, aber... Nein, das ist nicht falsch. Also mitunter kommen Depressionen ja in Wellen, sogar in gewissen Zyklen bei manchen Menschen. Das ist leider bei mir in den letzten Jahren so dass ich mich damit auseinandersetzen muss, was mir sehr schwer wird, das auch anzunehmen. Ja. Mitunter hilft es auch, dass man sich genau anschaut, was im Verlauf der letzten Monate, genauer gesagt im Zeitraum der letzten 6 Monate passiert ist. Ja. Manche Depressionen gehen zurück auf bestimmte Erlebnisse, die dann wie so ein Schlüssel im Schloss wirken, also wie ein Autoschlüssel, der plötzlich einen Motor, den man nicht sehen kann, der unter der Haube liegt, anspringen lassen. Diese Schlüsselbewegung kann energetisch sehr gering sein. Also man glaubt überhaupt nicht, dass ein so nichtiges Erlebnis eine so folgenschwere Wirkung haben könnte. Ja. Und trotzdem ist es so, wenn man begreift, in welch ein Getriebe hinein dieses Erlebnis fällt. Ja. Da sind verborgene Mechanismen, meist seit Kindertagen schon am Werke, wo etwas für einen Außenstehenden wenig Bedeutendes eine ganz enorme Bedeutung gewinnt. Ja, ja. Und dann lädt sich das auf. Also es lohnt sich, im Gespräch mit jemandem mal zu klären, wenn eine Depression im Gange ist oder wieder heraufzuziehen beginnt, was denn da los war. An der Stelle müssen wir leider schließen, liebe Frau Helga. Wenn Sie nicht in Paderborn wären, dann würde ich versuchen, bei Ihnen in Therapie zu gehen, um die verdammten Tabletten nicht schlucken zu müssen. Wir müssen auf Wiedersehen sagen. Dankeschön. Ich bedanke Gute Nacht. Mich sehr herzlich. Gute Nacht. Alles Gute Ihnen, Frau Helga. Das waren Sie, Nachtgespräche mit Eugen Drewermann. Es geht weiter am Dienstag, dem 12. Juni, wieder um 22.05 Uhr. Dann wird es um Kindheitsgeschichten des Mannes, der Jesus hieß, gehen. Für heute verabschieden sich Christiane Olsen und Detlef Kurter. Am Mikrofon wünschen Ihnen Michael Longert und Eugen Drewermann eine gute Nacht. Nach den Nachrichten blenden wir uns ein in den Nachtexpress der ARD, der heute vom Westdeutschen Rundfunk kommt.